die falsche Taste gedrückt. Ja, ich muss aber neu mal. Herzlich willkommen, liebe YouTube-Zuschauer, beim nächsten Gothic-Quiz mit drei wunderschönen Teilnehmern. Einfach wieder das Gleiche sagen. Und jetzt ist auch so Chris von Entwickler-WG wieder da. Das ist der Chris von Entwickler-WG. Könnt ihr auschecken auf Twitch. Das ist der Snowgen 1. Und das ist der Made in Place. Hi. So, wir warten jetzt auf die ganzen Live-Zuschauer. Mützenfresser ist sogar schon da. Herzlich willkommen. Und an die YouTube-Zuschauer, abonnieren, liken und kommentieren. Und jetzt 5 Minuten vorspulen. So. Herzlich willkommen, Mützenfresser. Herzlich willkommen, Nick. Herzlich willkommen, Beta. Freut mich, dass ihr da seid. Wollt ihr euch für die YouTube-Aufnahme bzw. für den Stream auch nochmal vorstellen? Ein bisschen erzählen von dem, was ihr jetzt so tut? Können wir machen. Das wäre doch eine gute Idee, glaube ich. Wer möchte starten von euch? Ich nicht. Ja, dann fange ich einfach mal an. Passt das für alle? Sehr gerne. Ja, klar. Ja, bitte. Okay, hi. Ich heiße Merlin. Ich habe 2009 angefangen mit Gothic Let's Plays und seitdem mache ich immer mal wieder neuen Gothic-Content immer noch auf meinem Gaming-Kanal. Habe auch ein paar andere Kanäle, wo es um Abenteuer und Reisen und so geht, aber mein Gaming-Kanal dreht sich eigentlich ausschließlich um Gothic. Genau. Dann passt du wunderbar hier rein. Jawohl. Snow, möchtest du weitermachen? Sehr gerne. Ja, ich bin Snow, Snowgen 1, bin auf Twitch aktiv, leider kein YouTuber. Bei mir gibt's auch seit mehreren Jahren schon diverse Gothic-Projekte, von 1 bis 3, alle Mods durch. Aktuell bei Gilden dabei, der beliebtesten Mod anscheinend. Und ja. Ja, jetzt Gilden, bin ich hier. Gilden ist so eine Sache, ne? Jorgensson hat ja auch damit jetzt angefangen und er fand's. Bisher findet er es super, würde ich mal sagen. Würde ich mal behaupten. Ja, denke ich auch. Chris, du bist dran. Erzähl uns von deinem Game. Ja, ich bin Chris, ich komme von der Entwickler-WG und wir entwickeln ein eigenes Computerspiel. Und ich habe Gothic 2-mal gespielt, aber das erste Mal hat es mich so geprägt, dass ich Spielentwickler werden wollte und auch geworden bin. Das heißt, Gothic hat anders Einfluss auf mich. Ich habe das nicht so viel gespielt wie meine anderen Gegner hier heute, sage ich mal so ein bisschen. Aber es hat mich so geprägt, dass es meine berufliche und meine Karriere quasi vorangetrieben hat. Deswegen ist es anders bei mir im Kopf vielleicht geblieben. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und ich gucke, wie ich mich hier schlage. Ich werde alles geben und ich bin super gespannt. Das kann ja nur großartig werden. Also wird auf jeden Fall eine spannende Runde, würde ich sagen. Wird auf jeden Fall eine spannende Runde. Joy, danke für deinen Sub im 11. Monat, Ehre. Und damit können wir auch direkt, würde ich sagen, starten. So ganz langsam. Oder? Oder habt ihr noch Fragen? Irgendwas, was gerade in der Offline-Runde unklar geblieben ist? Gerade nicht, aber ich habe irgendwie Schiss, dass irgendwas nicht klappt mit dem Eintippen und so. Aber egal, schauen wir einfach mal. Also ich sehe, bevor ich hier aufdecke, sehe ich auch, was du geschrieben hast. Oh, und hier kommt noch ein Raid rein von Entwickler-WG. Wie geht das denn? Herzlich willkommen, vielen Dank für euren Raid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Runde und könnt jetzt euren Kanalmitglied Chris hier ein bisschen supporten. Und Daniel, danke für dein Geschenksab. Ede, okay, Chris, dein Raid und deine erste Frage, die jeder beantwortet, keine Angst. Nice, ja, warten wir mal ab, ne? Also du hast 5 Kategorien, ne, die 5 Freunde, ja. Die brauchen immer Hilfe, ne, die wollen ja auch überleben und weiterkommen. Und jeder von denen hat halt mehrere Probleme mitgebracht, die ich nach eigenem Ermessen gerankt habe, von 100 bis 500. Nach 10, ne, warte, Moment, nur bei mir so, oder sind die Camps von den dreien asynchron? Asynchron sollte eigentlich nicht sein. Könnt ihr mal was sagen? Oh. Ja, ich kann mal Hand heben. Hallo, nee, ich glaube nicht. Hand runter. Das sieht für mich nicht so aus, als wären die asynchron. Vielleicht so ganz minimal, ich weiß es nicht. Naja, okay. Genau, wenn man eine Frage richtig beantwortet, bekommt man die Punkte. Nach 10 Fragen werden die Punkte verdoppelt von den übrigen. Das heißt, die 500er werden dann 1000 wert. Und nach 20 Fragen von 25 steht quasi der Gewinner fest. Ja, muss man ein bisschen strategisch überlegen, welche Frage man denn wann nehmen möchte. Mit diesen Infos darfst du dir jetzt eine Frage aussuchen. Oh, okay. Dann wähle ich den namenlosen Held
Sorry, mit 500 fängt man nicht an, oder? Das ist ja. Das du kannst machen, was du möchtest. Das ist glaube ich, zu crazy. Das lasse ich Merlin. Das kann er machen. Ich nehme 100. 100, okay. Der namenlose Held für 100. Rauskind. Fangen wir also ganz entspannt an. Ja. Ich kann auch eine Vorhersage starten, lieber Chat, wenn ihr mit abstimmen wollt. Und liebe Teilnehmer, nicht in den Chat schauen. Der Held erhöht seine Lebensenergie in der Regel durch einen Levelaufstieg. Wie hoch ist dieser in Gothic 2 die Nacht des Raben? Oh, da muss man mal differenzieren zwischen Nacht des Raben und das Normale. Ich wusste es sogar. Ich weiß noch, weil wir haben uns das damals angeguckt, weil wir es analytisch betrachtet haben. Wie ist das da bei Gothic? Wie machen wir es? Wir haben es verändert, deswegen weiß ich nicht, welcher Wert das ist. Ich würde jetzt spontan... Warte. Wir haben uns doch dazu entschieden, dass jeder beantwortet. Achso, also, okay, ich meine 5-10 natürlich. Entschuldigung, okay. Aber okay, sorry, nein. Ich habe vergessen, tut mir leid. Okay, ist nicht schlimm, ist ja die erste Frage. Also ja. Wir haben gerade vor dem Stream überlegt, ob wir das halt so machen sollen, dass jeder, der die Frage wählt, der die selbst beantwortet und nicht jeder, wie das sonst immer war. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Ihr schreibt jetzt auf euer Whiteboard eure Antwort dazu in den Kasten hinein. Und wenn ich alle Antworten sehe, werde ich die Antworten aufdecken. Genau, jetzt sehe ich hier eine Antwort, bei Snow sehe ich eine Antwort, bei Merlin sehe ich noch keine Antwort. Okay, was muss ich, ich habe... Klick mal raus aus dem Kasten, wenn du was eingetippt hast. Genau, jetzt sehe ich was. Okay, ich sehe Antworten. Schauen wir mal rein, was Chris sagt. Chris sagt... Was? 8 plus 12? Schönes Kunstwerk. Hast du nochmal was geändert? Ja, ich hab's nochmal geändert. 12. Also 12? Ja. Okay. Merlin sagt 11. Und Snow sagt auch 12. Schauen wir uns die Lösung an. Er hat Lebensenergie 40. Ich werd verrückt, was machst du denn hier? Steigt eine Stufe. Und jetzt haben wir 52. Das heißt plus 12. Scheiße. Oh, 100 Punkte. Mod für. Sicher. Ja, aber du hast es richtig rausgekriegt. Ja, wenn du so viele Mods spielst, irgendwann weißt du nicht mehr. Oh, mehr. 12, 10, 5, 3. Sind immer anders. aber das sind 100 Punkte für Chris und für Snow. Und jetzt freu ich mich sehr. Snow, du bist jetzt dran mit der nächsten Frage. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich glaube, ich habe es vergessen. Lass dir Zeit. Egal, ich hab's vergessen. Für's auch immer. Okay, ich mach weiter mit Gorn 200. Ah, jetzt ist mir auch eingefallen, was ich fragen wollte. Habt ihr das Video gerade gehört? Ich ja. Ich hab's auch gehört. Okay. Was für Video? Also das Lösungsvideo. Ich hab's nicht gehört, ne. Glaub okay, dann ich. Vielleicht musst du das, vielleicht musst, kontrollier mal, ob du den Stream lauter machen musst im Discord. Weil wenn da gleich Fragen kommen, dann ist das ja natürlich auch wichtig. Und Wolfpax, Patz, danke für deinen Prime-Sub, Eda. So, Gorn 200. Lades und der Held gehen gemeinsam das Ornament zurückbringen. Den Weg zurück zur Stadt geht Lades allerdings allein. Wie lang braucht er für diesen Weg, bis er einen Fuß in die Stadt setzt? Das ist eine Schätzfrage, das müsst ihr nicht genau wissen. Hier geht es nur darum, näher am Ziel zu sein, als eure Gegner. Erste Fragen. Und guter Hinweis, Daniel. Gehen. Ist es nicht laufen? Ist es nicht rennen? Ist es gehen? In Lades Geh-Animation. Oh, ich kann auch wieder die Vorhersage starten. Ich hoffe, das klappt alles. Ich mache mal immer mit Vorhersage starten. Ihr könnt dann, liebe Chat-Teilnehmer, auch immer selbst mit Vorhersagen und Kanalpunkte, glaube ich, wetten. Keine Ahnung, ob das alles funktioniert. Wir wissen es nicht. Aber wenn es klappt, dann ist ja schön. So. Schauen wir mal rein. Merlin hat bereits eine Antwort. Snowgin hat eine Antwort. Ja. Und. Chris, okay. Das sind dann Sekunden wahrscheinlich, ne? Ja, das erste, ja, also ich dachte, man muss ja punktgenau, ne? Ja, also du musst nicht punktgenau, du musst doch näher sein als die anderen. Ja, deswegen. Okay. Dann
schauen wir mal rein, was ihr denn gesagt habt. Chris sagt, das dauert dem, den Lades dauert das 3 Minuten und 54 Sekunden. Snaugen sagt, das dauert 7 Minuten. Merlin sagt, das dauert 13 Minuten. 45. 45 Sekunden. Ja, 13 Minuten und 45 Sekunden. Ja, das heißt, solange ist mehr als 11 Minuten sind, hast du eh gewonnen. Aber ja, wir wissen es ja nicht. Also wir müssen einfach mal gucken, wie lange der braucht. So lange. Ich spule das natürlich vor. Es ist halt die G-Animation von Lades. Die ist nicht so schnell. Ich habe gerade dann nochmal überlegt, hä, war es jetzt Steinkreis oder war es jetzt von den Wassermagiern? Aber Wassermagier, ja. Ornament zurückbringen, ja. Ja. Ja, das dauert schon. Damit haben wir eigentlich schon den Winner dieser Frage. Das dauert hier. So, der hat gerade mal die Hälfte des Weges, 7 Minuten. Ja. Das heißt, du könntest sogar... ich glaube, der braucht sogar noch länger. Es ist halt super spannend, denn ich entwickle ja auch ein Spiel und man muss echt immer aufpassen, wie lang geht denn das, was tut der Player in der Zeit und so weiter. Und einfach, das fühlt sich so abstrakt an einfach. Und das finde ich halt auch Skyline Gothic, dass wirklich so alles in Echtzeit abläuft. Ja. Und die Leute es wirklich in echt machen auch. Ja, in Gothic 3 machen die das ja wirklich ganz genau so. Aber ich glaube, in Gothic 2, wenn du dich von den Wassermagiern direkt in die Stadt portest, ist Lades aber auch schon da. Richtig. Das ist, aber wenn man jetzt neben ihm herlaufen würde, dann würde er es halt machen. Dann würde er es machen. Natürlich so schon gemacht, dass es nicht nervt und man dann die NPCs sucht überall. 1345 Edol erreicht. Und hier hat irgendeine Stadtwache, glaube ich, versucht, Lades anzuquatschen. Ich war jetzt in seinem Körper drin. Und deswegen war die Kamera so komisch. Aber es waren auf jeden Fall weit mehr als 13 Minuten. Du bist am nächsten dran. Damit bekommst du 200 Punkte, Merlin. Geil. Ja, so schnell kann es gehen. Und du darfst dir auch die nächste Frage... Die erste Runde kompensiert. Okay. Ja, näher mal Diego 200. Okay. Mal gucken, wobei Diego Hilfe braucht. Welche dieser Flaggen gehört zur Stadt Corines und ist unter anderem über dem Rathaus zu bewundern? In Gothic 2 und Gothic 2 Die Nacht des Raben ist das beides das gleiche. Es geht um keine Mods, es geht ums Originalspiel. Also ihr könnt einfach eure Antwort machen, indem ihr 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 hinschreibt. Übrigens, hier im Hintergrund, liebe Zuschauer, ist ein Bild von der Prequel-Story von Jace, der Mod. Wenn ihr die Demo-Version noch nicht gespielt habt, dann unbedingt machen. Gothic, a Prequel-Story. Richtig gut. Und ich freue mich auf die Vollversion. Grüße gehen raus. Bei mir ich muss das Bild mit den Flaggen angezeigt. Achso, dann kannst du auch einkreisen, glaube ich. Hat Mützenfresser wahrscheinlich so gemacht, dass das halt kommt und ihr könnt direkt einkreisen. Ist wahrscheinlich einfacher. Jetzt habe ich es auch gesehen. Also gerade war es nicht da, habe ich eine Zahl geschrieben. Ich weiß nicht, siehst du die Zahl, oder? Ich sehe bei Merlin einen Kreis. Bei dir sehe ich... Oh, ich bin mir voll unsicher. Bei Snow sehe ich noch gar nichts. Ich schreibe eine Zahl darüber. Ja. Schön fett, damit man es erkennt. Und hier... Bei Chris sehe ich auch noch nichts. Nee, ich bin noch so in Gedanken. Okay, dann lass dir Zeit. Ja. Naja, also eine oder mindestens zwei müsstest du ausschließen können. Jetzt habe ich Angst, sie zu picken. Ja, okay, Merlin, jetzt sehe ich ganz, ganz genau, welche du meinst. Haha, ja, ich habe nochmal mit einer anderen Farbe nachgeholfen. So. Ich bin mir überhaupt... Warte, ja, ich habe jetzt auch hier, aber ich muss die Farbe noch ändern, genau. Ach, da. Oh, auch ein guter Tipp, Joy. Die Demo unbedingt nicht spielen, um sich nicht zu spoilern, sondern unbedingt auf die Vollversion warten. Aber ich glaube, beides hat seinen Reiz tatsächlich. Beides hat seinen Reiz. Ich fand die Demo unglaublich gut. Und ich glaube, die Vollversion wird auch richtig gut. So, okay, jetzt habe ich eine Antwort von Chris. Und Snow, bei dir sehe ich immer noch nichts. Hä? Woran liegt das? Warte. Kannst auch unter dem Bild oder so malen. Ich sehe wirklich nichts.
Jetzt sehe ich was, okay. Super. Jeder ist mit seiner Antwort zufrieden, hoffe ich. Ja. Schauen wir mal rein. Halbwegs. Snow sagt, es ist die vierte Flagge, diese hier. Merlin sagt, es ist die vierte Flagge. Und Chris sagt aber, es ist diese Flagge. Wer hat denn nun recht? Oh. Snow, kannst du mir denn sagen, weißt du zufällig, woher diese Flagge ist? Ja, wahrscheinlich ist das die richtige, weil du die zuletzt aufgedeckt hast. Nein, ich frag nur, ob, also, weiß ich nicht. Also, wenn du siehst, ich frag einfach nur aus Interesse, ob du vielleicht die anderen Flaggen wieder erkennst, oder? Ja, die anderen erkenne ich wieder. Also, okay. Die mittlere. Wo ist denn, wo ist denn diese Flagge her, die dritte? Ich glaube, die dritte ist, glaube ich, von der Gladiator-Mod. Ja, das richtig. Woher ist die zweite Flagge? Gothic 3 vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es selber nicht mal mehr genau. Schauen wir uns aber erstmal die Lösung an. Es ist diese hier. Ah. Es war auf jeden Fall richtig. Die anderen Flaggen sind aus anderen Mods, unter anderem Acholos. Ich glaube, diese hier ist, glaube ich, von Acholos. Ich dachte, das ist eine Ork-Flagge einfach. Aus der Stadt Acholos müsste die sein, glaube ich. Diese hier ist vom alten Lager. Die letzte. Das wusste ich wegen der Auflösung. Ja, Mann. Ich hab's auch erkannt. Ich glaube, die hier war. Oder ich glaube, beide von den ersten zwei, ich glaube, beide sind von Legend of Asun gewesen. Das eine hing, glaube ich, im freien Lager und das andere war von der Stadt. Die Frage ist jetzt ja, die wir uns alle stellen: Was bedeutet die vierte Flagge, das Symbol? Wofür steht das? Gryffindor. Keine Ahnung, ist ein Greif oder so. Also, ja. Warum ist da ein Greif da? Das gibt doch gar keinen Sinn, oder? Ey, aber Fun Fact, ne? Ich glaube, in Returning oder in Gilden, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, da hängt die Flagge nicht, sondern da hängt, glaube ich, tatsächlich diese hier. Die zweite. Ah, okay. Müssen wir nächstes Mal drauf achten, so, wenn wir Gilden weiterspielen. Ich glaube, das war nämlich der andere und das hatte mich gewundert, weil ich diese Quizfrage ja schon vorbereitet hatte. So, hä, Moment. Dann war ich total verwirrt erstmal, aber tatsächlich ist das hier die richtige. Damit bekommen Snow und Merlin Punkte, und zwar 200. Lol. Ist das nicht das Königswappen da? Also das, was auf der Flagge drauf ist? Ich meine das auch auf dem... Kann sein. In Mythana, in Gothic 3. Das Königswappen hat so einen Schattenläufer drauf. Ja, aber es ist ja ein Greif oder ein Drache, ne? Kann man ja sagen. Ja, es ist so, auf jeden Fall was mit Flügeln. Und Schattenläufer hat keine Flügel. Ja, das geht gar nicht. Und was aber auch irgendwie geil wäre, und dann gibt es noch ein anderes Wappen mit einem Adler. Manchmal hat König Robert einen Adler, manchmal einen Schattenläufer. Aber auf jeden Fall, dieses Greifding scheint nochmal so was Korinisch-spezifisches zu sein. Es kann ja auch sein, dass die anderen Modder halt auch von Gothic 3 ein bisschen abgeschaut haben. Das kann, also ist wahrscheinlich so. Ja. Okay. Ich kannte nur die Flagge vom alten Lager, hab gedacht, die anderen, hä? Aber ja, das sind die aus den ganzen Mods. Kam mir irgendwie noch ein bisschen bekannt vor, diese andere, aber ich war mir auch nicht sicher. Also ich hab. Also auf jeden Fall, ne, ich weiß ja nicht, welche Mods du bisher gespielt hast. Keine von denen. Ey, es gibt ein paar richtig gute. Und wenn du mal die Zeit hast, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Also vor allem sowas wie Acholos oder Legend of Asun. Ja. Ich habe die jetzt nicht unbedingt davon schon gesehen. Also ich weiß, dass die geil sind. Ich habe aber noch nie selber gezockt. Ja, manchmal hat man noch nicht die Zeit dafür, ne? Man kennt's. Aber Acholos kann ich auch nur empfehlen. Also da wirst du dich drin verlieren. Ja, safe. Das ist so, bei Acholos. Ja. Ist das auf jeden Fall so das Gefühl, du, als würdest du wieder ein Gothic-Teil spielen, also so einen originalen Gothic-Teil spielen, den du halt nicht kennst. Und deswegen ist das halt so ein richtig geiles Feeling. Das gleiche Feeling hatte ich auch bei Returning. Dieses Feeling von, ich spiele jetzt zum ersten Mal wieder ein Gothic, das halt Gothic ist. Und andere Mods, die sind auch sehr, sehr gut. Also Legend of Asun zum Beispiel, auch sehr, sehr gut. Aber das ist für mich dann doch noch ein kleines Ticken drunter. Unter Acholos zum Beispiel. Naja, aber machen auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ja, so, Chris, du bist dran. Ja. Das ist 200 hat mir nicht viel Glück gebracht, hatte ich so das Gefühl. Deswegen entweder 100 oder 300, aber ich nehme Diego 300. Komm, einer muss hier anfangen. Diego 300, einer muss anfangen, gut gesagt. Fülle die Lücken des Troll-Charakterbogens aus. Ha. Jede richtige Lücke gibt einen Punkt. Und der die meisten Lücken richtig hat, bekommt dann die volle Punktzahl, die 300 Punkte. Alter. Also selbst wenn ihr eine Sache nicht wisst,
könnt ihr einfach sagen, jo, Dingens. Müsst ja, also ihr müsst nur mehr Lücken füllen als die anderen. Welches Gothic ist das? Das ist Gothic 1. Also Diego ist, Diego, ihr könnt euch vorstellen, Diego, nachdem er den Fokusstein mit euch holen wollte, hat er sich so gedacht, boah, shit, Alter, Trolle sind schon interessant. Hat so angefangen, ein bisschen zu recherchieren und dabei braucht er halt ein bisschen Hilfe. Ich habe sehr, sehr gecheckt. Ich dachte mit Troll, dass jemand getrollt hat und hat sich einen Charakter irgendwie random zusammengestellt, weil er getrollt hat. Nein. Wie sollen wir das dann beantworten, Mann? Ja, deswegen dachte ich auch gerade, was das für eine Ecke. Also viele Sachen, von denen kann man sich erschließen. Manches weiß man nicht oder weiß man vielleicht nicht, muss man raten. Ja, aber wenn ihr alle gleich viel richtig habt, zum Beispiel nur eine Lücke richtig habt, dann bekommt ihr auch alle Punkte, aber möchtet ihr auch mehr haben als die anderen. Bin gespannt. Also ja, mindestens vier Lücken müsstet ihr alle können. Mindestens vier. Kriegen wir noch das Bild davon irgendwie oder müssen wir manuell einfach schreiben? Schreib einfach manuell. Okay. Also wenn er das sich eingefügt hat, dann wohl nicht. Okay. Ja, ja. Und bei den Waffendingens, das ist eine Lücke, also reicht, wenn ihr eine Antwort gebt. Ah, okay. Also, let's go. Ja, und je nachdem, wie ihr beantwortet, überlege ich dann, ob ich das, ob ich streng, streng bewerte oder nicht. So, sagt mir dann Bescheid, wenn ihr durch seid. Solange bleibe ich hier auf dem Tab, damit ihr auch das auch sehen könnt. Ich bin mir sicher, die Zuschauer im Chat, die wissen wahrscheinlich alles, natürlich. Wissen alles. Das sind immer solche Experten, die wissen immer alles. Atilolz, das, was du sagst, das weiß ich und das stimmt auch. Nur ich weiß nicht, in welcher Version das so war, weil ich erinnere mich an das zweite, was du geschrieben hast. Ich würde beides gelten lassen. In dem Fall. Nächstes Mal bitte spezifisch, wenn du dich jetzt von Medimiten oder so. Hey, es ist doch spezifisch. Es geht um einen Troll. Und zwar um den Troll in der Trollschlucht. Beziehungsweise alle Trolle sind ja gleich. Außer die Jungen, aber die meinen wir hier natürlich nicht. Hä? Ja, es gibt auch Cheat-Fragen. Das stimmt, Ice Crusher. Da verlangst du echt Sachen von uns. Hä, ich check's nicht. Ich check die Waffentalente-Frage, check ich nicht. Ja, was steht denn bei dem normalen Spieler da? Vielleicht kann dir das helfen zu erschließen, was dann bei einem Tier stehen könnte. Einem Ja, Wesen, aber da, dieser grüne Kasten schwebt irgendwo in der Mitte, so der verdeckt ja gar keine Werte, oder? Du musst der, schreiben, was da steht. Der verdeckt ja eigentlich was. Also irgendwas der verdeckt steht da. Was. Genau, da steht irgendwas. Das heißt, zwischen dem Wort Einhänder und der Prozentangabe steht noch mal was dazwischen. Genau, ja. Ah, okay. Scheiße, keine Ahnung, Mann. Kein Plan. Ja, also ganz ehrlich, man muss ja auch nicht jede Frage richtig beantworten und nicht bei jeder Frage Punkte abschauen. Was soll da stehen? Ich schreibe auf mal irgendwas. Ja, du kannst auch weglassen. Du musst ja nur, also du musst mehr richtig haben als die anderen, um die Punkte zu bekommen. Aber vielleicht wissen es die anderen ja auch nicht. Ja, wir wissen es aber. Also da musst du dich jetzt anstrengen. Lol, ja, bestimmt. Oh, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gerade eine Idee noch. Es geht auch um Gothic 1, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ich dachte, das erkennt man anhand des Charakterbogens. Aber nur nochmal. Moin, Max Mustermann, was geht? So, soll ich mal checken, wie weit ihr seid? Seid ihr fertig? Oh, okay, braucht ihr noch einen Moment? Fertig. Noch einen ganz kleinen Moment, bitte. Okay. Ich muss mal gegenchecken, ob ich alle habe. Ich nehme mir am besten hier so einen Zettel raus, dann kann ich direkt Notizen machen, wie viele Lücken ihr denn richtig habt. Ich erinnere mich, dass damit, man darf ja ein bisschen drüber reden, oder? Du kannst drüber reden, aber denk dran, dass du vielleicht deinen Konzernenten helfen könntest. Mit Geschossen war das doch irgendwie immer so mega strange dort, oder? So irgendwas war das. Ja, da kann es sein, also es kann sein, dass man zwei Sachen da stehen haben könnte, je nachdem, wie gepatcht das war. Ich würde beides gelten lassen. Ah, oha.
Das wäre jetzt aber eigentlich schon ein großer Tipp. Das hätte ich nicht sagen sollen. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich kann dir die Zeit machen, Fredomati. Ich kann dir noch 30 Sekunden geben. Das mache ich jetzt auch. Die Zeit läuft. 29, 28. Den Schreibfehler hat sich da ein Schreibfehler eingeschlichen. Hey, ich habe keine Ahnung, was ich hier geschrieben habe. So, 10 Sekunden nur noch. Ticken macht mich nervös. Das soll's auch. So, Ende. Okay. Bei Punkt fehlt das T. Ah, Punkt. Jede Lücke gibt einen richtigen Punk. Nein, das ist richtig. Jede richtige Lücke gibt einen Punk. Dann kommt ein Punk zu Besuch. Nein, Spaß. So, schauen wir mal rein. Okay, bei Chris sehe ich was. Bei Snowbody sehe ich gerade noch nichts. Vielleicht musst du aus dem Kasten raus. Ey. Warte. Im Kasten müssen jetzt wir alle schreiben, oder? Ja, genau. Ich meine, genau. Aus dem Schreibding. Bei dir sehe ich was, Merlin. Siehst du jetzt bei mir was, oder? Immer noch nicht. Nice. Sonst schick es mir über Discord oder so. Screenshot oder so, wenn es nicht geht. Kann auch schon mal sein, dass hier ein Bug auftaucht. Hey, ich schick dir das Discord. Okay. Schick mir das per Discord. So. Okay, damit kann ich arbeiten. Ich schreibe kurz für mich auf, was ihr richtig habt, also wie viele ihr richtig habt, da muss ich gleich nicht überlegen. Deswegen kurzen Moment Geduld. Bitte, ihr könnt in der Zeit reden und den Chat unterhalten. Okay. Ja, ich bin also am Zittern. Jetzt haben ja alle was abgeschickt, gell? Das heißt, egal was man jetzt erwähnt, kann keinem mehr helfen. Gell? Ja. Ja, ich war ja am Zweifeln so mit diesen, was steht da zwischen Einhänder und dann der Prozentzahl. Aber da steht doch irgend sowas wie trainiert und trainiert und geübt. Ja. Aber ich weiß nicht, was. Nämlich, sowas in der Art habe ich da nämlich eingegeben. Ich bin gespannt, ob ich das richtige Wort verwendet habe. Ich habe das aus Gothic 2 da reingeschrieben. Das wird falsch sein. So, hier habe ich das schon mal. Jetzt kommt der nächste. Aber wäre irgendwie geil gewesen, so bei den Flaggen konnten wir einkreisen. Wir müssten direkt ins Bild reinschreiben. Ja, das wäre cooler. Stimmt, ja. Weil ich war auch gerade verwirrt, was hatte ich schon, weil ich irgendwie kreuz und quer gegangen bin. Ich habe es nicht gut strukturiert. Oh, das kann ich nicht gelten lassen, ja. Bin ich mal gespannt, worum es dabei geht. Warte mal, du hast das gemacht, das hast du gemacht, das ist dann das und das ist dann das. Okay, okay. Und jetzt nur noch beim letzten einmal. Oh, da hältst du es ganz gut gerade. Snowden, du hast zweimal die gleiche Zahl geschrieben unter dem Block. Warte. War das ein Versehen oder ist das wirklich deine Antwort? Unter dem Block, also unter den Wörtern oben. Genau, oben. Ja. Ja, das war extra. Also das okay. Ist halt okay. Dann haben wir einen eindeutigen Punkteführer. Jetzt. Gut. Schauen wir uns die Antworten an. Ich fange mal mit Snowgen an, weil der mir das über Discord geschickt hat. So, Snowgen sagt, das sieht man jetzt nicht, er sagt, Gilde keine, Stufe 100, Stärke 200, Lebensenergie 500, Schutz vor Geschossen 9999. Ja. Er ist bei allen Kampftalenten Anfänger. Das zählt übrigens auch nur als eine Lücke, ne? Weil das ja das gleiche ist. Anfänger. Und bei Magie 9999. Okay. Das ist seine Antwort. Aber er macht ja keinen Unterschied, weil auch selbst wenn ich das mal 4 nehmen würde, ist das halt bei allen gleich. Das ist seine Antwort. Merlin sagt, Gilde Troll. Warte, ich mach mal kurz hier wieder. So, Gilde Troll. Stufe 50, Lebensenergie. Ah, nee, gar nicht. Stärke 300, Lebensenergie 500, Schutz vor Geschossen 200, alles ungeübt. Ach, das und ist Kreis 0. Ah, okay. Ja, und jetzt hat Snow schon gemerkt,
Ja, in Gothic 1 heißt es ungeübt. Ah, wirklich? Ja. Geil, ich wusste nämlich nicht, welches Wort genau. Schauen wir mal bei Chris. Chris sagt, danke, dass du das so aufgeschrieben hast. Sehr gut zum Nachprüfen gewesen. Stufe 200. Gilde gildenlos. Schutz war geschossen 9999. Magie hat den Strich gemacht. Lebensenergie 1000. Ungeübt, viermal. Und Stärke 160. Weiß einer von euch, also jetzt von Snow oder von Merlin, weiß einer von euch beiden, wie sich denn die XP in Gothic 1 zusammensetzen? Normalerweise. Ja, Level mal 10. Ja. Du hast aufgeschrieben, Level... Ja, ich weiß nicht mehr, ob der 1000 XP gibt oder 500. Das genau, er gibt 2000 XP, deswegen ist 2000 sogar. Gibt 2000 XP. Ach, wow. Schauen wir uns die Lösung einfach mal an. Ich bin mal gespannt. Gilde Troll. Stufe 200, Stärke 160, Lebensenergie 1000, Schutz war geschossen 9999 und da meinte ich eben, ich kann mich noch gut erinnern, dass in der ersten Gothic-Version, die man per CD installiert hatte, da stand minus 1 bei Schutz war geschossen. Okay. Das bedeutet quasi, der ist komplett geschützt. Aber in der Version, die ich hatte, 9999, deswegen hätte ich beides zählen lassen. Kampftalente, ungeübt, Magie, nein. Ah, okay, ach, nein. Und da... Damit hat aber Chris die meisten Lücken richtig. Weil er hatte Troll. Nee, Troll hattest du nicht, aber du hast Stufe richtig, Stärke richtig, Lebensenergie richtig, Schutz vor Geschossen richtig und Kampftalente. Und vielen Dank, Crazy Dog Gaming, für deinen schönen Raid. Herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr da seid. Genau richtig. Ihr kommt genau richtig, richtig. Oh, Moment. Oh, ich muss den Namen kopieren. Ich wollte ja einen Shoutout machen. Habe ich gerade bei Entwickler WG tatsächlich vergessen, aber das mache ich dann jetzt einfach. Habe ich eigentlich keinen Mod da, der das machen kann? Normalerweise ist doch immer ein Mod da. Was soll denn das? So, das sind 300 schöne, saftige Punkte für dich, Chris. Wow. Das tut gut. 1, 2, 3. Hoffe, sowas kommt mehr, weil mit Zahlen bin ich ganz gut, weil wir haben uns... ich finde das Balancing bei Gothic, by the way, richtig, richtig gut. Also mir hat das sehr gut gefallen. Was die Skalierung noch angeht von Gegnern und so weiter und wie die das gemacht haben, das finde ich echt ziemlich smart gemacht. Gerade bei Gothic 1 hat es mir persönlich gut gefallen. Ich fand das bei, also aus, ich weiß ja nicht, wie das aus Spieleentwicklersicht ist, aber ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen Gothic 1 und Gothic 2. Bei Gothic 1 haben die jedem Charakter oder Gildentyp einen spezifischen Stärkewert gegeben zum Beispiel und dann halt irgendeine Waffe. Deswegen kann es halt sein, dass halt so ein Butler 15 Stärke hat, die großen Gardisten, also die mit den fetten Rüstungen, die haben halt 100 Stärke. Gomez hat 95 Stärke und alles so kreuz und quer unterschiedlich. In Gothic 2 aber hat, ich glaube, Bürger haben alle 100 Stärke und dafür halt einfach eine schwächere Waffe. Ja, ist sehr interessant auf jeden Fall, wie die das gebalanced haben. Ist auch mein Hauptkritikpunkt bei Gothic 2 nach des Rahmens, das Balancing, so mit den Crits, die man abbekommen kann. Hat, glaube ich, jeder von uns mal gespürt, dass sich das nicht so gut anfühlt. Aber ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben. Wirkt ein bisschen random, muss man gerade. Und ja, Gothic 1 fand ich da schon cooler gebalanced auf jeden Fall. Ja, da unterscheiden sich die Meinungen wahrscheinlich genauso sehr wie die Leute, die Gilden gut finden und Gilden schlecht finden. Das ist das Schöne. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Ja, bitte. Ja, das ist so unwichtig, aber kennt ihr diese Begründung, warum der Troll so viel Schutz vor Pfeilen hat? Im Gothic 2 Buch steht, glaube ich, so irgendwie geschrieben, dass der so eine dicke Haut hat und deswegen die Pfeile nicht durchkommen oder so, also in der Art. Ja, ich glaube, ich habe auch schon mal was davon gehört, aber ich dachte eigentlich, dass das irgendjemand, irgendein NPC oder so mal gesagt hätte. Ja, oder NPC, jedenfalls gab irgendeine Ingame-logische Erklärung dafür, die darauf hinaus. Gar keinen Sinn eigentlich, ne? Ja, also, die hat eine dicke Haut, so, das sind wie Mückenstiche für den. Naja, gut. Wenigstens kann man die Zoll in Gothic 2, glaube ich, mit Pfeilen verletzen. So. Einfach Monster schrumpfen und das ist das Thema durch. Also, ja, das geht natürlich auch, ja. Snoggen, du bist dran. Lester 500. Ui. Oh, jetzt kommt die erste 500er Frage. Mal gucken, was sich hierhinter verbirgt. Ah, von wem stammt diese Voiceline? Hier geht's dabei nicht um die Stimme. Das wurde mit TTS nachgesprochen. Es geht um das, was gesagt wird. Und lasst euch Zeit beim Überlegen. Es ist vielleicht nicht so einfach. Also wirklich nicht einfach. Müsst vielleicht über den Tellerrand hinausdenken. Wenn das die Frage ist, die ich glaube. Hören wir rein. Hey, deine Wiesage kenne ich doch.
das war's. Gefühlt jeder Dritte bei Gothic, oder? Ja, Mann! Ich spiel's gerne nochmal ab. Hey, deine Visage kenne ich doch. Ich gebe euch noch einen Tipp. Das ist das Einzige, was dieser Charakter jemals zu sagen hatte. Keine anderen Dialoge, die er von sich gibt. Nein. Diesen Tipp gebe ich euch noch. Mehr aber nicht. Schreibt eure Antwort in das Whiteboard. Es reicht mir auch, wenn ihr mir beschreiben könnt, wer das ist, beziehungsweise wo der steht, wer das ist, damit ich halt genau weiß, dass ihr den Charakter meint, wenn ihr den Namen nicht wisst oder nicht wisst, wie er heißt. Wenn ihr jetzt sagen könnt, ey, ne, der ist hier im Hafenviertel neben Brahim, sitzt da auf der Bank oder so, dann würde mir das reichen, wenn ich genau weiß, dass ihr den richtigen meint. Aber man kann genau. Ja auch so ein bisschen Sachen probieren halt einfach, ne? Kannst du uns ja noch einen Tipp geben, ob es vielleicht Gothic 1 oder 2 ist? Wollt ihr das alle? Oder bist du ja, eisern? Ja, klar. Okay, das ist Gothic 2. Hey, deine Visage kenne ich doch. Ich kenne den Dialog, so, aber ich frage mich gerade, wer. Wenn ihr alle nach einer kurzen Zeit immer noch alle auf dem Holzweg seid, würde ich euch vielleicht noch einen Tipp geben. Aber erst dann. Also ist auf jeden Fall Gothic 2. Hey, deine Visage kenne ich doch. Es geht nicht um die Stimme. Und er sagt nur das und dann nichts. Er sagt nur das und sonst nichts. Und wenn du ihn nochmal ansprichst, steht einfach nur Ende. Ah, ich habe eine Idee. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, im Chat hat es noch keiner gesagt. Also falls diesen Dialog, diesen Satz noch irgendjemand sagt, dann noch irgendjemand anderes sagt, der halt auch mehr zu sagen hat, dann ist das nicht die Antwort, sondern der sagt nur das. Hey, deine Visage kenne ich doch. Oh nee, der sagt mehr, scheiße. Und die im Chat, die es vielleicht rauskriegen, ihr könnt euch gleich freuen. Wenn ihr das richtig habt, dann ist crazy. Oh, Saladok ist auch da. Was geht? Willkommen. Ich kann in der Zwischenzeit ein bisschen den Chat lesen. Wissen wir, sollte eine Tausenderfrage sein. Verdiente 500er-Frage. Ja, das ist diesmal wirklich schwer. Also ich habe mir das schon, als ich die Frage gepickt habe, diese Line gepickt habe, wusste ich schon so, ey, ja, das ist nicht einfach. Bin sehr gespannt, ob das irgendjemand rauskriegt. So, ich schau mal rein. Keiner hat bisher eine Antwort gegeben. Möchtet ihr noch einen Tipp haben? Ja. Ich habe eine Vermutung, dass es so in die Richtung geht, dass er dich dann wahrscheinlich angreift oder so und dass er dich wahrscheinlich irgendwie aus Gothic 1 kennt vielleicht. Habe ich auch gedacht, ja. Ja, wird er so. Aber wer? Ja, genau, gute Frage. Wenn ihr einheitlich noch einen Tipp wollt, gebe ich euch den. Ja. Okay, das ist aber jetzt der letzte Tipp. Es kann sehr gut sein, dass keiner von euch diesen Dialog oder beziehungsweise diesen Satz von dieser Person jemals gehört hat. Es kann sein, dass keiner von euch den jemals gehört hat. Aber es kann auch sein, dass ihr das mal gehört habt, aber vielleicht sehr selten, würde ich sagen. Ich glaube sehr, sehr selten, würde ich sagen, wenn überhaupt. Aber diese Info kann euch trotzdem helfen, drauf zu kommen, wer es ist. Und das war's. Mehr Tipps gibt es nicht. Ich habe mal eine wilde Spekulation in den Raum gestellt. Ja, ihr müsst jetzt Merlin hat es, ne? Ich hab's nicht, aber ihr habt mal rumspekuliert. Ich schau mal. Merlin, bei dir sehe ich noch nichts. Muss vielleicht aus dem Kasten wieder rauskriegen. Musst du klicken, ja. Genau, ja. Interessant. Interessant. Hey, deine Visage kenne ich doch. Ich glaube, ich passe. Sonst ziehe ich das hier in die Länge. Ich glaube, ich komme nicht drauf. Ich habe jetzt eingetippt. Ich habe geraten. Also, ob man es sieht, meine ich jetzt. Siehst du was? Nein, leider nicht.
Aktualisier vielleicht nochmal. Vielleicht ist das irgendwie so ein Bug gerade. Hey, deine Visage kenne ich doch. Okay, bei Chris sehe ich jetzt nur einen roten Strich. ich weiß nicht, was mit deinem Ding kaputt ist, Snow, aber ich sehe immer noch nichts. Was hat das zu bedeuten? Jetzt habe ich was eingetippt, aber vielleicht sieht man es immer noch nicht. Okay, jetzt sehe ich was. Ah, okay. Okay, dann, wenn jeder eine Antwort hat, denken wir die Whiteboards auf. Chris sagt, nix. Gar keine Idee. Ich habe übrigens im Chat Sachen gesehen, die sehr weit in die Richtung gingen. Aber wir werden ja gleich sehen. Snow sagt, Bandit aus Jakanda ohne Namen. Und Merlin sagt, Bandit im Minental in Höhle in Eisregion. Die Lösung wird euch jetzt schockieren. Hey, deine Visage kenne ich doch. Es ist der Bandit neben Brago. Oh, ich habe sogar an ihn gedacht. Ich habe an den davor gedacht, aber der hat ja so einen Brief dann rausgeholt und redet voll viel mit dir und ich weiß, dass du reingehst und dann so ein einmal ein Innet. Ja, und oft, wenn man da reingeht in diese Höhle, also wenn man schon mal da reingeht zu denen, dann quatscht einen meistens Brago zuerst an. Richtig, richtig. Und dann sagt er, seht mal, wen wir hier haben. Ja. Aber mit dem anderen, mit dem kann man auch quatschen. Boah, Alter, wenn geil, das 500 geile ist. Frage. Das ist eine geile Frage. Ja, schade, dass das keiner rausgekriegt hat, aber ich habe schon damit gerechnet. Bandit in Höhle geschrieben, so, ich bin am nächsten dran, oder? Ja, und Snowgen hat geschrieben, Bandit ohne Namen, also wart ihr eigentlich schon sehr nah beieinander zusammen, wenn man das zusammentut. Ja. Bandit ohne Name in Höhle. Okay, leider gibt das keine Punkte an keinen. Na, war doch gut, da muss man ein bisschen die Gehirnzellen trainieren. Ja. Aber das war, glaube ich, auch die schwierigste Frage im Quiz. Ja. So, okay. Merlin. Ja, dann nehme ich Milton 300. Gut, mal gucken, wobei Milton deine Hilfe braucht. Oder eure Hilfe. Welche dieser Runen gehört nicht zum fünften Kreis der Magie in Gothic 2? Dämon beschwören, Eiswelle, schwere Wunden heilen, Böses vernichten, großer Feuersturm. Welcher dieser Runen gehört nicht zum fünften Kreis der Magie? Eure Antworten bitte. Ich mache mir hier eine Vorhersage starten. Vorhersage im Chat, ihr könnt abstimmen. Und Kanalpunkte wetten. Vielleicht bekommt ihr Punkte, vielleicht auch nicht. Und ihr schreibt eure Antwort in die Whiteboards. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber das fühlt sich so am ehesten danach an. Ja, habe ich gemacht. Okay, Merlin hat eine Antwort. Snowgen, bei sie sehe ich noch nicht. Bei Chris sehe ich was. Ah, noch nicht eingeloggt bei mir. Aber so halb okay. Eingeloggt. Ja, wenn alles da ist, decke ich auf. Wenn jetzt? Du nicht sicher bist. Okay. Ja. Okay. Okay. Ja, jetzt sehe ich auch was bei dir. Also ich sehe bei allen was. Ich decke auf. Seid ihr ready? Ja, ne? Okay, ich deck auf. Chris sagt, es ist die Eiswelle. Merlin sagt, es ist der große Feuersturm. Und Snowgen sagt, es ist Böses vernichten. Das ist ja witzig. Schauen wir uns die Antwort an. Es ist natürlich, Böses vernichten, weil es ist ein Paladin-Zauber. Ach so. Der ist ein ganz normale Zauber. Scheiße, ey. So sieht's aus. Chat hat's auch erraten, der The Nameless Hero hat's erraten. Sehr gut. Und damit bekommt Snow 300 Punkte. Glückwunsch. Juhu. Verdient. Okay, Chris, du bist dran. Ah, ich bin schon wieder dran. Übrigens, Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, noch nicht. Wir haben noch ein bisschen. Eine Runde noch, dann verdoppeln sich die Punkte. Boah. Dann nehme ich. Okay, machen wir wieder ein bisschen leicht. Wir müssen mal ein bisschen runterkommen. Man muss das ja ein bisschen systematisch angehen. Deswegen sage ich Gorn 100. Gorn 100. Mal gucken, was sich hier hinter verbirgt. Eine Bonusfrage, die 500 Gold wert ist. Also 500 Punkte wert ist. Also es wird doch nicht leicht, sondern es bleibt schwer. Super. Danke, Chris. Von Max Deus. Grüße gehen raus, Max. Danke für deine Bonusfrage. Hören wir mal rein, was er von euch wissen will.
Moin moin, ich bin's, euer Max Deus. Ihr kennt mich vielleicht noch vom Gothic-Anfänger-Quiz Mitte Dezember vom lieben Umut. Und an die diesmaligen Teilnehmer habe ich folgende Fragen. Wie heißen die drei Ork-Waffen, die ich hier aufgezählt habe? Ich sag mal so, so, ich pausiere das mal hier, damit ihr euch die angucken könnt. Ich sag mal so, wenn einer von euch eine richtig hat und die anderen keine richtig haben, dann reicht mir das. Wenn einer von euch zwei richtig haben und die anderen vielleicht nur ein oder kein, dann reicht mir das auch. Wenn einer alle richtig hat, dann ist ja sowieso klar. Also wenn ihr mehr richtig habt als eure Gegner, dann bekommt ihr die Punkte. Weil das ist wirklich schwer. Habe ich dem auch gesagt. Ey, ich mache dann vielleicht so, der am meisten richtig hat, ist fertig. Weil selbst ich wüsste nicht, wie die alle heißen. Ich wüsste nicht, ob ich auf eine komme. Also ich würde raten und das wäre wahrscheinlich falsch. Und wir befinden uns natürlich in Gothic 1. Ach so. So. Oh. Da bin ich raus. Ah, ich habe gerade schon Gothic 2 Namen eingegeben. Ja, oh, ich Glück auch. Gehabt. Nee. Also in Gothic 2 ist es ja, haben die ja normale Namen. Und in Gothic 1 haben die ja Ork-Namen. Ja, deswegen habe ich nicht verstanden. Ich dachte so, hä, ist doch voll einfach. nee, es geht um die Ork-Namen tatsächlich. Nicht um die, In Gothic 2 wäre das, glaube ich, leichte, mittlere und brutale Ork-Axt, glaube ich. Oder das dritte könnte auch eine Echsenwaffe sein. Aber in Gothic 1 heißen die auf jeden Fall ein bisschen seltsamer. Das heißt, man muss nur eine wissen vielleicht, ne? Vielleicht musst du nur eine richtig haben, ja. Stan Arsch. Leichte, mittlere und Echsenschwert. Ja, ich habe auch Echsenschwert ausgeschrieben. So, und natürlich, ne, wieder der Hinweis, Teilnehmer, fair spielen und nicht in den Chat gucken, weil der Chat weiß manche Sachen wirklich ganz, ganz gut, muss ich sagen. Wow. Nicht schlecht, lieber Chat. Danke für dein Follow. Osummer Maleus. Osummer Malus. Eder, herzlich willkommen. Giga Chat. Richtig. Die ist gut. Oh, ey, das ist echt eine übelte Frage. Ich wollte eine leichte Frage haben. Ja, du wolltest eine leichte Frage, aber kommt eine Bonusfrage. Ich habe die Bonusfragen. Oft hatte ich die gar nicht bei den Hundertern, aber ich dachte mir, ja, muss mal auch eine Hunderter sein. Sie sind ja immer versteckt, weil sonst kommen die halt, weil jeder bewegt sich oft weiter oben bei den leichten Fragen und die Bonusfragen kommen halt manchmal gar nicht dran. Und das wäre schade. Ich habe eine Frage. Ja. Wenn wir einfach drei Namen reinschreiben, aber nicht wissen, zu welcher Axt das ist, aber irgendein Treffen, zählt das auch? So habe ich es gemacht. eigentlich nicht. Eigentlich wäre das doof. Weil einen Namen kennt man bestimmt. Und also random. Es wäre schön, wenn du die zuordnen kannst. Also ich habe es zugeordnet, aber falls es dann zu einer anderen Waffe passt, würde ich es auch nehmen. Aber es kommt drauf an, wie die anderen Antworten sind. Also wenn jetzt alles so richtig... Was ist das denn, Chris? Das ist der einzige Begriff, der mir eingefallen ist. Okay, ich sehe auf jeden Fall bei Snow und bei Merlin sehe ich was. Ist das deine einzige Antwort, Chris? Ja, ich weiß es nicht. Okay, dann würde ich jetzt aufdecken. Warte mal. Der ist auch gut. Wahrscheinlich weiß... naja, ich sag gleich was dazu. Okay, das ist alles richtig random, was hier steht. Okay, ich bin bereit. Okay, dann, also mit Zorne, ne? Also oben ist das ganz links, Mitte ist dann das zweite und ganz unten steht dann das, was da bei dem dritten ist, ne? Ja. Okay. Denken wir die Whiteboards auf. Chris ist sich sicher. Safe. Da ist auf jeden Fall mindestens ein Hoshback dabei. Auf jeden Fall. Das ist genau das in der Mitte. Ja, genau. Hoshback. Snowgin sagt, einmal Krush Moruk. Moruk ist türkisch und heißt sowas wie Alter, so ein Slangwort. Krush Belia und Krush Varok. Das kommt mir sogar bekannt vor, Krush Varok. Das könnte sogar mit dabei sein. Ja, hab ich auch gedacht. Und Merlin sagt,
Krusch Amru, Amrumuk, Ruscha Kraschmuk und Krach Amuk. Das klingt auch ein bisschen türkisch, muss ich sagen, aber ich kommentiere das nicht weiter. Schauen wir uns einfach mal die Lösung an, hoffen, dass... ich bin mir sicher, dass diese ganzen Sachen nicht dabei sind, außer vielleicht Krusch Vardok. Aber gucken wir mal, ob Snow jetzt Punkte bekommt oder nicht. Oder vielleicht doch die anderen. Ah, da sieht man schon. Habt ihr das erkannt? Nee. Natürlich ist die erste Orkwaffe hier Kruschpach. Kruschpach. Und die zweite Orkwaffe, das ist hier Krusch Urok. Und die dritte Orkwaffe, das ist Krusch Varok. Ja! Krusch Varok einfach! Wow. Ja! Wow. Es war Lucky. Krusch Varok! Wow! 500 Punkte für eine richtige Antwort. Boah. Nicht schlecht. Aber das kann man auch zurückholen. Man kann ja auch mal, vielleicht hat ja einer von euch gleich auch noch ein bisschen Glück. Aber Kruschmordok ist auch gut. Was war so random jetzt? Einfach Kruschmordok. Total irgendwas eingegeben, was irgendwie nach Ork klingt. Es gibt ja, glaube ich, irgendwie 5 oder 6 Stück, ne? Oder? Weiß es jemand? Viele gibt's, ja. In Gothic 1? Wenn es einer aus dem Chat weiß, bitte reinschreiben. Bin mir nämlich gerade so gar nicht Hammer, sicher. Was die Untoten haben. Ja, stimmt. Okay. Hey du. Aber ich bin ehrlich, ich glaube, ich war ein einziges Mal bei Gothic 1 im Late Game. Was? Das reicht. Ja, ich muss es zugeben, aber Gothic ist für mich stark am Anfang und ich war einmal nur im Late Game und deswegen kann ich mich gar nicht daran erinnern. Da kommen die vor, die Hämmer. Naja, bisher bist du ja noch auf Platz 2, ne, mit Merlin. Nur Snow hat jetzt ein bisschen abgeräumt mit dieser einen Frage. Chris, Mann, wir liegen weit hinter Snowden. Aber es war ja nur eine Frage jetzt, ne? Die kann halt wieder rausholen. Und gleich, wenn die Punkte verdoppelt, da kann man mit einer Frage einen Taui holen. Die Karten wurden komplett neu gemischt. Komplett. Ja. Okay, dann Snow, wie vorher. Du bist dran. Held 400. Okay, bevor ich auf Held 400 gehe, Krusch Vardok, Krusch Pach, Krusch Urok, Krusch Agash, Krusch Brodar, und Krusch Karok wird hier gerade geschrieben von Nick mit Stärke und benötigte Stärke und Schaden. Krass, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 tatsächlich. Aber kreative Namen, muss ich sagen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Merke ich Krusch mir für die nächste Runde. Brokdar und Karok kannte ich nicht. Boah, das kommt mir auch gar nicht bekannt vor. Du kannst mich fragen, wer dich trägt. Kein Plan. So, Held 400. Wobei braucht denn der Held eure Hilfe? Wie lange braucht die Fleischschwanze von dieser Position, bis sie in Diegos Hütte ankommt? Schätze die Zeit. Sie immer die Müllfragen, das kann geile, nicht sein. Geile Frage, ey, die feiere ich. Ja, müsst ihr jetzt schätzen und gucken. Ne, jeder von euch kennt. Also als jemand, der Gothic 1 nur im frühen Game gespielt hat, Chris, müsstest du wissen, wie schnell Fleischschwanzen sind. Ich werde jetzt punkten, Freunde. Also ihr müsst das kriegst du hin. Ah ja, Moment, ich muss ja natürlich auch die Vorhersage starten für den Chat. Könnt jetzt wieder mit abstimmen. Das habe ich gerade tatsächlich vergessen bei irgendeiner Frage. Ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, es ist gar nicht so lange, oder? Tja. Ja, das Witzige ist, bei der Aufnahme, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was für ein Patch das war, aber bei der Aufnahme dieses Videos haben die Wachen einfach die Fleischschwanze angegriffen. Und da hast du schon 10 Minuten gebraucht, bis du da warst, ne? Nee, ich musste da nochmal ein bisschen umdenken, umstellen und ein bisschen was verändern an der Fleischschwanze, damit das geklappt hat. Und dann hat es funktioniert. So, die Vorhersage ist abgelaufen. Ich schau mal, was ich bei euch sehe. Bei Merlin sehe ich was, bei Snow sehe ich noch nichts und bei Chris sehe ich auch noch nichts. Vielleicht müsst ihr ja rauskriegen. So, jetzt sehe ich bei Snow was und okay, jetzt sehe ich alles. Gut, wieder sehr unterschiedlich. Oh nee. Ist eingeloggt. Oh nee. Chris sagt 5 Minuten. Oh. 5 Minuten. Deine These. Snowgen sagt 1 Minute 30. Und Merlin sagt 2 Minuten 39. Ja, jetzt müssen wir vielleicht gleich ein bisschen rechnen, wer am nächsten dran ist. Da will ich auch eure Hilfe gebrauchen. Moin Neo, willkommen. So, schauen wir uns die Lösung an. Go. Nächstes Mal lasse ich das Video unbeschleunigt laufen. Ja, dann wissen wir es ja schon von Anfang an. Nee, Mann. Komm, gib Gas. Die Schätzung 1,30 ist am nächsten dran, ja. Ich glaube, 5 Minuten ist auch noch drin. Guck mal, wie die abkürzt auch noch so. Zack, zack.
Ich dachte, ihr geht halt auch direkt auf den Weg und keine Abkürzungen, ne? Wow, voll gut, 1,30. Das ist wirklich sehr nah. Und sie ist drin. 1:33. Da freut sich die Fleischschwanze und hofft auch, dass sie nicht von Snuff gegessen wird. 1:30, 3 Sekunden. Ey, das ist komplett on point gewesen. Ja. 400 Punkte. Boah. 1500. So, ich muss mal neue Musik anmachen, weil die ist jetzt abgelaufen. Und danke, Obi-Wan, für deinen Follow. Eder, so, was hören wir denn jetzt? Hier, Natur Achelos Vista Point. Ist gut. Ja. So, schön. 1500 jetzt noch. Wie fühlt sich das so an, mit so viel Geld auf dem Konto? Es ist prächtig. Das glaube ich dir. Damit kannst du dir schon einen Gürtel kaufen, eine Lederrüstung und in manchen Mods sogar einen Helm. Nee, bitte nicht solche Fragen. nein, das... Ja, vielleicht, wenn du Pech hast, vielleicht schon. Danke, Daniel, für deinen geschenkten Sub an Cyclobasti. Ehre. Möge er noch sich segnen und möge Merlin die nächste Frage aussuchen. Okay, dann Lester 200. Lester 200. Wie heißt das Item in diesem Bild? Es geht um dieses hier in der Mitte. Ist ein bisschen dunkel, aber die Kenner sollten es doch erkennen können. Die Vorhersage startet. Danke, Daniel, für noch ein Geschenksab. Ede, ey, heute läuft's aber. Heute hast du einen losen Geldbeutel. Muss man ja nicht mal Taschendiebstahl machen. Ich sehe nicht. Die Pflanze da? Nein, dieses Item. Dieses hier, erkennt ihr das? Mach mal, ich muss mal kurz richten an meinem Monitor ran, einen Moment. Ja, ich muss auch gerade. Das ist absichtlich so dunkel, damit es ein bisschen schwieriger ist. Ah, jetzt sehe ich's. Oh mein Gott. Ich glaub's zu erkennen. Ich glaub. Daniel, nochmal 2 Subs, dankeschön. Möge der Segen Innos allzeit bei dir sein. Die Kirche dankt für deine Spende. Die Kirche Innos. Also jetzt bin ich mir sicher. Ich muss ja auch mal ein bisschen hier Punkte holen. Okay, ihr habt's erkannt, ne? Also ihr wisst, um was es geht hier. Keine Pflanze, kein gar nichts. Ihr könnt vielleicht auch den Ort erkennen, wo das liegt. Schreibt eure Antwort in euer Whiteboard. Und dann decken wir auf. So, schauen wir mal. Ich sehe bereits bei Snow und bei Merlin sehe ich was. Bei dir noch nichts, Chris. Achso, ich hab schon. Achso, Entschuldigung. Ah, ja, jetzt sehe ich was. Ich hab's, glaube ich, noch selektiert. Ja, das kann sein. Dann muss man immer rausklicken. Decken wir die Whiteboards auf. Chris sagt Schafsfell. Snowgen sagt Schafsfell. Und Merlin sagt Schafsfell. Oh, ist das schön, Freunde, wir alle drei. Läuft. Ein Schafsel. Tatsächlich. Ja. Endlich mal was Leichtes. Das war wirklich eine leichte Frage. Aber ich dachte, es könnte vielleicht einen in die Falle locken, wenn es so dunkel ist, dass man vielleicht sagt, okay, könnte vielleicht Keiler sein oder Wolf sein oder so. Ja, weil die Falle lag auch darin, dass man denkt, das war auch zu einfach so. Das kannst du jetzt nicht sein. Ja. Aber es war ja auch nur eine 200er Frage. Also jeder aber kommt 200 Punkte. Ich bin happy drüber. Also es war keine Beschwerde. Ja, ich sag mal, die 100er waren die 3 Ork-Waffen, ne? Das war aber eine Bonusfrage, die war ja absichtlich versteckt da. Und die hat ja 500 gebracht und nicht 100. Ja. Das war eine schwierige Frage. Ork-Waffen, ne, die waren heftig. So, Chris, das ist jetzt die letzte Frage, bevor die Punkte sich verdoppeln. Ja, also ich überlege ja, ne? Ich denke strategisch gesehen, obwohl Merlin und ich auf dem gleichen Stand gerade sind, bin ich aber unterlegen von meinem Wissensstand so, ne? Deswegen. Ja, nicht. Glaubt mir eher nicht. Deswegen ist es, glaube ich, smarter, jetzt eine 500er zu nehmen, weil dann die Verdopplung nicht so hart triggert. So, deswegen nehme ich jetzt eine 500er. Und welcher von denen enttäuscht ihr vielleicht am wenigsten? Wäre jetzt witzig, wenn ich es schaffen würde, ne? Dann wäre es natürlich genau nicht mein Plan. Das stimmt. Ich nehme den Held. 500. Okay, Held für 500. Der Held hat 100.000 HP und entscheidet sich, das Fliegen zu testen. Also springt er hier runter. Wie viel Lebensenergie wird ihm nach dem Aufprall wohl bleiben? Schätze. Wir können aber, wenn ihr möchtet, auch einfach sagen, wie viel ihm abgezogen wird. Also, dass jeder halt gleich macht, entweder wie viel ihm bleibt oder wie viel ihm abgezogen wird. Und er läuft vorwärts runter. Das sage ich auch nochmal dazu. Oh Mann.
Das sind immer so Fragen, ne? Auch wie mit der Blutfliege oder nicht, der Fleischwanze. Entweder du bist on point oder du verkackst komplett und blamierst dich, ne? Ja. Naja, blamieren tust du dich ja nicht bei solchen Fragen. Weil keiner erwartet, dass du das auf jeden Fall weißt. Ja, aber wenn man so krass falsch schätzt, wie ich jetzt hier eingeloggt habe, denke ich... Also, er wird auf jeden Fall überleben, ne? Das kann ich dazu sagen. Ja. Er hat extra so viel HP, damit er auch überlebt. Okay. Ne? Also ist jetzt nicht, alles ist tot. Das ist nicht die Antwort. Ich hatte null. Hab ich auch überlegt. Nee, das kann ich dazu sagen, sonst wäre es ja eine doofe Frage. Schreib mal, wie viel abgezogen wird oder wie viel bleibt. Ja, entscheidet das untereinander. Abgezogen ist, glaube ich, leichter zum Vergleichen dann. Mal abgezogen, ja. Macht abgezogen, ja. Okay, dann abgezogen. Ich mache nochmal hier die Vorhersage starten. Ich vergesse das immer, ich muss daran denken. Damit der Chat auch nochmal abstimmen kann. Und das Gute ist, bei solchen Fragen kann man auch nicht cheaten. Ist immer so die Frage, so mit den 100.000, ne? Wie, ob du uns baiten möchtest, so, ne? Das ist immer so die Frage, ne? Ich werde, wenn die Frage durch ist, werde ich auch noch was dazu erzählen. Aber noch nicht. Wo ist denn hier das Ratzefummel? Eine kleine Frage an den Chat. Ist die Musik von der Lautstärke her in Ordnung? Kann die noch lauter sein? Leiser sein? Könnt ihr mir gerne dazu sagen, weil ich... Passt perfekt? Okay. Dann ist es super. Mit wie viel FPS hast du das Video gemacht? Voll. Also so viel wie ging. Keine Ahnung, ob das jetzt 60 war oder 120 oder 130. Das kann ich nicht sagen. Was hast du im Bildschirm? Also ich MSI irgendwas. Keine Ahnung, wie viel Hertz der hat. Junge, ich habe keinen Plan. Das ist wichtig für die Frage. Das stimmt. Also, das kann durchaus sein. Aber dazu sage ich gleich was. Das wird wieder so nach hinten losgehen. So, schauen wir mal, was ihr schon geschrieben habt. Ich habe auch so ein Gefühl von wegen entweder auf einen Punkt oder komplett daneben. Weil ich weiß gar nicht, wie viel Leben hat man denn auf einem hohen Level? Das habe ich gerade gar nicht auf Schirm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube so 400 oder 600 oder so, oder? Okay, ja, okay. Kommt hin. Okay. Ja. Warte, was mir gerade einfällt. Gothic 1 ist das, da gibt es so Akrobatik, oder? Hat er nicht gelernt? Er hat keine Akrobatik gelernt. Hat mir auch gefragt, aber wahrscheinlich nicht. Bei Snowbody habe ich jetzt noch nichts gesehen. Warte. Und ihr könnt alle nochmal, wenn ihr wollt, über eure Antworten nachdenken. Jetzt habe ich. Diese eine Lehrer in der Mathe-Klausur, der euer Blatt anschaut. Ja. Schaut euch auch gerade den nochmal genau an. Okay. Ich will nochmal schön verunsichern lassen hier. Ja. Ich vertraue dir, Mann. Ich gucke nochmal drüber. Jetzt gehen wir ganz kurz nochmal 20 so. Sekunden. Ich starte auch jetzt den Timer. Jetzt habt ihr wieder 30 Sekunden Zeit. Okay, ich bin fertig. Ich habe eingeloggt. Okay, jeder hat eingeloggt. Ich schaue nochmal nach. Yeah. Ich sehe bei Merlin was. Ich sehe bei Snow. Da ist noch eine Zahl unter der anderen. Aber du meinst die große Zahl, ne? Ja, die große. Okay. Chris hat noch. Okay, ich sehe, was du verändert hast. Alles klar. So, wir gehen davon aus, wie viel er verloren hat. Schauen wir uns die Whitebots an. Snowgen sagt 5.000, Merlin sagt 2.200 und Chris sagt 13.370. Ich muss dazu eine Sache sagen. Ich habe den Sprung mehrmals gemacht und es kann durchaus, also manchmal, weil es gab verschiedene Ergebnisse, sagen wir so. Geil. Aber das, was ich jetzt genommen habe, war der eine der geringsten Werte. Okay, wir schauen uns die Lösung an. Geringste Werte klingt schon mal gut. Und wie viel ist es? Er hat noch 82.000 irgendwas. Das sind, habe ich nicht aufgeschrieben. Steht das? Genau, er verliert 17.702. Ja. Alter, und ich hab dich nur ausgelacht, Chris. Oh nein. Ja, ich wusste Chris das. Hatte also, recht. Das ist so safe. Also. Oh, halt, hier niemals gedacht. Kleiner Funfact, auch wichtig fürs nächste Quiz, falls irgendjemand das guckt, der beim nächsten Quiz dabei sein wird. Es macht tatsächlich einen Unterschied,
ob der Held auf den Bauch fällt oder ob der auf den Rücken fällt. Und wie beeinflusst man das? Naja, es kommt halt darauf an, in welche Richtung. Wenn du nach vorne läufst, dann fällt es halt auf den Bauch und wenn du nach hinten läufst, fällt es auf den Rücken. Normalerweise. Aber krass, dass Gothic da einen Unterschied macht. Ja, so hat mich auch so gewundert. Und ich hatte bei einem Versuch, beim Runterspringen, tatsächlich den Fall, dass er fast alles verloren hat. Der hat mehr als wie viel ich gemacht hatte. Der hatte bei einem Fall hatte der richtig viel verloren, sodass ich dann auf 100.000 hochgegangen bin. Oha. Aber ja, es macht tatsächlich einen Unterschied und Chris hat die Punkte bekommen. Aber ich muss euch sagen, ich habe sie wegen dir bekommen, weil du nochmal gesagt hast, guck nochmal drauf. Sonst habe ich die Null dazu gemacht, da wollte ich die Null weg. Ja, aber die anderen haben den Tipp ja auch bekommen. So. Oh toll, das war die Fünfer, ne? Ich habe ja noch. Jetzt geht es um noch mehr Gold. Genau, das war die 500er Frage. Damit hast du jetzt 1.100. Die Punkte sind verdoppelt. Wir haben noch 10 Fragen, bis wir unseren Winner haben. Oh oh. Aber wahrscheinlich fällt er immer anders richtig random. Ist schon eine etwas randomer Frage, das stimmt. Aber trotzdem eine schöne Frage, wie ich finde. Ja, und nächstes Mal kommt wieder sowas dran, ne? Also hier an die nächsten Teilnehmer. Kann sein, dass wieder sowas kommt, muss aber nicht. Snowgen, deine Frage. Gorn 600. Was möchte Gorn von euch haben? Gorn sucht das zweite Chromanin-Buch. Wo befindet er sich? Wir sind jetzt bei der Geogesser-Runde angekommen. Ihr müsst den Geogesser-Link starten. Ja. Ich hoffe, das klappt jetzt hier und keine Bugs oder so. Weil eigentlich müsste ich jetzt... Mützenfresser, bist du noch da? Weil ich will jetzt nicht auf die Lösung klicken. Hey, ich kriege da eine Gothic 3-Karte. Nee, du musst auf 2 klicken. Du musst auf 2, okay. Also ihr müsst auf 2 klicken, weil das ist das zweite. Mhm. So, shit, eventuell habe ich da was falsch gemacht. Ich mache einfach mal kurz das hier. Guck mal hier. Zack, und dann kann ich ja selber gucken. Ah, doch, geht. Wie kommen wir jetzt auf die Host an? Da, perfekt. Okay, ich hab's. Alles gut. Host. So, alles funktioniert. 2. Das ist die, weil ich war ein bisschen unsicher, ob ich jetzt auf Lösung klicken darf oder nicht und so, weißt du? Das ist bei Geogesser manchmal ein bisschen seltsam. Genau. Am besten klickt bitte einmal alle in irgendeine Ecke rein. Irgendwo einfach mal. Irgendwo einfach. Ist noch nicht die Antwort. Ich möchte sehen, ob ich euch sehen kann. Ich habe geklickt irgendwo. Hat ihr da? Oh. Irgendwo hin das mal. Ich bin jetzt oben rechts. Sieht man das? Ich habe meinen Namen. Ne, noch nicht. Ich muss Update Position und dann anzeigen, Mann. Das würde ich die machen, wenn jeder das hat. Einfach mal irgendwo hinklicken. Ob auch jeder angezeigt wird. Danke, Daniel, für dein Geschenksab wieder an Mützenfresser. Ehre, das hat er auf jeden Fall verdient. Mützenfresser hat das ja alles programmiert und die Fragen eingebunden für mich. Einmal Ehre an Mützenfresser. Danke dir. Dankeschön. Voll nett. Ja. Also echt krass, also Respekt. Ich finde sowas immer cool. Oh, Perso, du hast recht. Perso hat recht. Alle Namen... Warte, was? Alle Namen eintragen und dann speichern. Achso, ihr müsst alle Namen eintragen und speichern. Okay. Kleinen Moment. Perso hat absolut recht. Mützenfresser ist jetzt VIP auf diesem Kanal. Ede. So, Update Positions, Spiele anzeigen. Ich sehe jeden, das ist gut. Dann könnt ihr jetzt eintragen, wo die Lösung ist. Okay, jetzt können wir eintragen. Okay, ich dachte. Ja. Noch nicht. Ich wollte erstmal gucken, ob man euch sieht. Ich habe aber ganz woanders hingeklickt, dachte ich. Aber egal. Hätte aber doch Panik. Nee, ich kann ja, wir können ja gleich nochmal gucken. Können wir jetzt oder? Jetzt könnt ihr platzieren. Okay, wo liegt das zweite Chromanin-Buch? Wir haben einen Toleranzbereich von 10 Pixel. Das heißt, wenn zwei Leute unter 10 Pixel nah sind, dann bekommen beide die Punkte. Wenn der eine jetzt 8 hat und der andere hat 15, dann bekommt derjenige mit 8 die Punkte. Und ansonsten der halt am nächsten dran ist. Wenn jetzt jeder über 10 hat, dann halt der am nächsten dran ist. Oh, kann man nur einmal platzieren? Nee, du kannst auch mal neu platzieren. Wir haben tatsächlich, ich sehe gerade, wir haben tatsächlich Asynchronalität also manchmal. Manchmal ist es synchron, manchmal ist es asynchron. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist, glaube ich, aber auch nicht so schlimm. Und herzlich willkommen, lieber Max. Deine Frage kam auch schon. Die hat für sehr, sehr viel Gelächter gesorgt.
Also wegen den Antworten, nicht wegen dir, wegen den Antworten. Nicht, dass es jetzt irgendwie falsch klingt. So, hat jeder? Nee, ich, Mann, ja. Ich überlege noch, wie ich die Stelle eigentlich finde. Ja, wobei, ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das die Stelle ist, aber schauen wir einfach mal. Okay, Merlin ist ready. Snow? Ja. Ich bin auch ready. Chris? Ich bin auch ready. Okay. Das zweite war das, ne? Ja, ich habe gerade noch mal. So, ich sehe jeden. Ah, scheiße. Entfernung anzeigen. Chris hat 7 Pixel, Snowgen hat 12 Pixel. Das ist sehr ärgerlich jetzt für dich, Snow. Oh, ja. Ich habe den auch verwechselt, scheiße. Aber das sind die Regeln. Damit. Regeln gefallen mir. Damit bekommt Chris die Punkte von dieser Geoguess-Frage. Aber es ist, das auf dem alten Kastell war das, richtig. So. Schließen. Was war das? War die 600er Frage. Jetzt steht schon Gleichstand zwischen Snow und Chris. Ich habe auch schon einen Screenshot gemacht. Darüber freue ich mich. Aber es kann sich ja noch hier viel, viel ändern. Vielleicht erhöhe ich beim nächsten Mal den Toleranzbereich. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es ärgerlich ist. Merlin, du bist dran. Ja, okay, Gorn 1000. Aber ich habe mal eine kurze Frage. Ja. Also das stand, er war 7 Pixel entfernt vom richtigen Spot, ne? Also es war nicht das irgendwie 10, der, okay, nee, schon gut. Aber ich glaube, das ist wirklich gerade Zufall gewesen, weil das ist ja so ein kleiner Haufen. Ich glaube, das muss man... Ja, das ist schon... Das ist... Kann man kritisieren auf jeden Fall. Nee, ich finde es schon okay. So, Gorn 1000 möchtest du haben? Ja. Dann schauen wir mal rein. Jan, ein Drachenjäger, kann dem Helden eine starke Rüstung herstellen. Welche Materialien, also Material oder Materialien, und wie viele davon braucht er für diese und wie viel Gold möchte er für diese Rüstung haben anschließend? Ich meine, es ist 1000 Gold wert. Ja, krass. Müssen wir da alles korrekt haben oder wer wieder mehr korrekt hat? Oder ist es so einfach, dass man eigentlich nur richtig raten kann? Eigentlich war bei dieser Frage tatsächlich gedacht, dass man das genau wissen sollte, weil es eigentlich auch nicht so schwierig ist, dachte ich eigentlich. Ah, wobei, was sagt denn der Chat dazu? Ihr könnt erstmal eure Antworten schreiben und ich lasse den Chat entscheiden. Wollt ihr, wer am meisten richtig hat, bekommt die Punkte? Oder wollt ihr, man muss alles genau richtig haben, um die Punkte zu bekommen? Ihr könnt schon mal überlegen in der Zeit. Damals von... Was für AliExpress? Hä? Wer die meisten hat? Genau richtig. Wir haben eine Stimme für genau richtig, eine Stimme für wer die meisten hat. Ich kann auch eine Abstimmung machen. Komm. Wir machen kurz eine Abstimmung. Also eine richtige Abstimmung. Was davon? Am meisten genau richtig. Ihr habt eine Minute Zeit. Oder wie lange Zeit braucht ihr noch zum Überlegen? Eine Minute, zwei Minuten? Ja, ich gebe meine Antwort so ab. Okay. Eine Minute Zeit. Ihr könnt abstimmen, ob die Teilnehmer die Frage genau richtig haben müssen. Oder derjenige, der die Punkte bekommen soll, der am meisten richtig hat. Und dann sehen wir mal. Ich schaue in der Zwischenzeit mal nach, was ihr denn so Schönes geschrieben habt. Bei Chris sehe ich noch nichts. Bei Snow sehe ich was. Und bei Merlin sehe ich auch was. Ist das eine Frage oder ist das eine Antwort? Ich bin noch im Prozess. Okay, gut. Die Teilnehmer sind teilweise schon fertig mit ihren Antworten und überlegen teilweise noch. In der Abstimmung sind 10 Leute dafür, dass am meisten, also derjenige, der am meisten richtig hat, die Punkte bekommen soll, und 9 Leute sind dafür, dass es genau richtig sein soll. Das heißt, die Meinungen sind gespalten. Alter, nee. Eine Person hat mehr abgestimmt dafür, für am meisten, deswegen gehen wir auch danach. Aber das zeigt mir, dass die Zuschauer auch mal so eine harte Frage annehmen würden. Dass man das genau wissen muss. Aber ihr habt Glück gehabt.
Wer am meisten richtig hat, bekommt die Punkte. Gehabt, ja. Ja. So. Okay, ich sehe bei jedem was und Chris, bist du dir sicher? Also, abgeben? Nee. Die anderen beiden sind schon fertig, die verändern jetzt auch nichts mehr. Ich bin mir auch nicht sicher, also keine Sorge. Ich mach einfach mal random. Mal war alles doppelt, weil das mir zu wenig. Alles verdoppelt, let's go. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch noch was verdoppelt zum Schluss. Okay, dann also, denke ich jetzt auf. Weil das untere ist es bei mir, ne? Also das untere, okay. Ja. Gut, dann denken wir mal auf. Chris sagt 20 Schuppen und 20k Gold. Ist das richtig? Gott. Ja, ist richtig. Okay. Entschuldigt die Desynchronität der Kameras und des Tons. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich glaube, ist nicht so schlimm. Snowgen sagt, 20 Drachenschuppen möchte er haben und 12.000 Gold. Merlin sagt, er möchte 10 Drachenschuppen haben, 5x Drachenblut und es kostet 5.000 Gold. Keine Ahnung, Mann. Schauen wir uns die richtige Antwort einfach mal Keine an. Keine Ahnung. Kannst du mir denn eine anfertigen? Nun, wenn du was Besseres haben willst, musst du mir schon die Materialien beschaffen. Was brauchst du? Du willst doch gegen die Drachen kämpfen. Bring mir Drachenschuppen. Damit müsste ich dir was zusammenzimmern können. 20 Stück sollten reichen. 20 Ist die Rüstung fertig? Ja, ein wahres Prachtstück. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Für dich mache ich einen Freundschaftspreis. 12.000 Goldstücke. 12.000 Gold. Nach allem, was ich für dich getan habe? Wucher. Unglaublich. Und Zaladok schreibt gerade, er glaubt 12 Schuppen und 20.000 Gold ist einfach andersrum. 20 Schuppen und vor allem 12.000 Gold. Drachenblut braucht man nicht mal. Was habe ich da eigentlich verzapft? 20 Schuppen und 12.000 Gold möchte also, er haben. Ich muss aber ja, mal sagen, aber vielleicht wollte ich ja nur eine halbe Rüstung. Ich ja, glaub, also, stimmt. Was. Also ich habe Gothic halt viel schwerer in Erinnerung. Ne? Also für 12.000 Rüstung, also ist ja, ist ja gar nichts. Ne? Ist ja viel zu einfach. Super Angebot. Ja. Also Drachenblut will er tatsächlich haben, aber das hat halt nichts mit der Rüstung zu tun. Genau, stimmt. Er möchte, ja, irgendeine Quest kauft das aber ab. Ja, er kauft das Drachenblut so ab. Ah, okay, der, ja. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Da bin ich durcheinander gekommen. Gut, Scheiße. Snowgen aber bekommt 1000 Gold. Muss das aber nur, weil ich bei dem. Ich bin bei Jan immer viel zu geizig, das bei dem zu kaufen, weil ich renne dann immer zu Bennett und verkaufe ihm die Drachenschuppen. Dann kriege ich halt noch mit Bennett. Sehr gut. Ja. Man kann sich die. Kann man sich die schwere Drachenjägerrüstung eigentlich machen, wenn man die mittlere nicht hat? Ja, ja. Oder? Bei ja. Bennett, okay. Ne? Bei Bennett kann man die machen, oder? Ja. Ja. Ja, das Rezept dafür bekommt man nämlich aus dem Klosterkeller, um die Rüstung zu machen. Tatsächlich. Für die Paladin, doch. Je nachdem, welche Gilde du hast, steht da was anderes. Ah, es geht, das heißt, man kann auch eine Drachenjägerrüstung Man kann das Rezept bekommen. Finden. Genau, man erfährt dann nämlich, dass man die Drachenschuppen noch mit Erz überziehen kann. Damit das Ach so, jetzt wird. Check, okay, verstehe. Ja, als Paladin bekommst du an dem gleichen Buch, bekommst du die Info wegen der Teleportationsrune. Ja. Und als Feuermagier steht da, glaube ich, irgendein Scheiß, keine Ahnung. Irgendwas, was keinen juckt. Weiß ich gerade aber nicht. So. 2700 Gold bei Snowgen. Damit hat er jetzt mal wieder gezeigt, wer hier das Sagen hat. Aber das soll ja nicht so bleiben. Deswegen, liebe Teilnehmer, Chris, du musst jetzt was reinhauen hier. Ja. Also bis jetzt muss ich sagen, ich glaube, ich habe alle Punkte vom namenlosen Held bekommen, die ich gepickt habe bei ihm. Deswegen ist es safe, die 600 jetzt. Okay. Schauen wir mal rein. Ich glaube, er mag ja auch eine Rune. Das kann sein, ja. Ja, das kann sein. 600 Held. Wahr oder falsch? Ihr bekommt jetzt 3 Aussagen in diesem Video zu hören, die entweder wahr sind oder die falsch sind. Eure Aufgabe ist es dann zu sagen, das erste ist wahr oder falsch, das zweite ist wahr oder falsch und das dritte ist wahr oder falsch. Boah. Der am meisten davon richtig hat, bekommt die Punkte. Das heißt, wenn jetzt 2 von euch komplett alles falsch machen, also alles falsch beantworten und der dritte eine Sache nur richtig gepickt hat, dann würde er die Punkte bekommen. Schauen wir rein. Einige von diesen Aussagen, vielleicht sogar alle, sind sogar von einem Zuschauer geschickt worden. Das weiß ich noch. Es geht los. Die Straße der Handwerksmeister heißt zur Kaufmannsgasse. Gasse.
Wenn man in Boutique 2 Classic das erste Mal ins Minental rein raus und wieder reingeht, wird die Cutscene nicht abgespielt. Hoch oben auf dem Felsen in der Trollschlucht hat irgendwer eine Trollforst liegen gelassen. Schade, dass man dort nicht so einfach hochkommt. Das sind die drei Aussagen. Ich starte die Vorhersage und spiele nochmal ab. Also bei dem ersten meint er Gasse. Der sagt Gas, aber er meint Gasse. Mhm. Die Straße der Handwerksmeister heißt zur Kaufmannsgasse. Wenn man in Boutique 2 Classic das erste Mal ins Minental rein raus und wieder reingeht, wird die Cutscene nicht abgespielt. Hoch oben auf dem Felsen in der Trollschlucht hat irgendwer eine Trollforst liegen gelassen. Schade, dass man dort nicht so einfach hochkommt. Die Trollforst ist übrigens eine Waffe. Da waren ja zwei Sätze gerade drin bei dem letzten, ne? Das war ja da theoretisch was, auf was bezieht sich das jetzt? Bei dem letzten? Es waren ja zwei Aussagen. Schade, dass man da so schwer hochkommt. Kann man sagen, vielleicht kommen wir noch mal. Ah, nee, das. Nein, darum geht's ja nicht. Ich schmück manchmal die Aussagen und auch die Fragen manchmal noch ein bisschen mit so drumherum, wie früher in der Schule die Textaufgaben. Aber man muss den Kern erkennen. Man muss die Kern. Gemeint ist die Kaufmannsgasse. Also die Gasse. TTS hat da Gas gesagt, weil TTS manchmal ein bisschen kacke macht. Aber es geht um die Kaufmannsgasse. So. Wenn ihr nochmal hören wollt, sagt einfach Bescheid. Ansonsten tragt eure Antworten ein. Kannst du die zweite vielleicht mal übersetzen, weil ich habe sie nicht verstanden. Also ich verstehe es nicht, was er sagt. Das erste Mal ins Mine. Er sagt, wenn du das erste Mal in Gothic 2 Classic ins Minental gehst, aber direkt wieder rausgehst und dann wieder reingehst, dann wird die Cutscene mit dem Drachenangriff, die wird dann nicht getriggert, nicht abgespielt. Das ist die Aussage. Okay. Bei Chris sehe ich was. Bei Snow sehe ich was. Bei Merlin sehe ich was. Und ich bin mir unsicher, aber jeder von euch hat anders geantwortet. Wow, Chris sagt, war falsch. Snowgen sagt, war falsch. Und Merlin sagt, falsch, richtig, falsch. Schauen wir mal rein, was die Lösung ist. Ganz genau. Hätte auch die Winkelgasse sein können. Zur Kaufmannsgasse ist richtig. Das erste ist wahr. Scheiße. Da habe ich noch die Zweifel. Da ja, geht er mal rein, raus und wieder rein. Und jetzt wird's spannend. Ja. Ha. Nein. Ach Mann, Alter. Das ist falsch. Das war gelogen. Scheiße. Das klingt so spezifisch, das dass man denkt. Ja, und das war einfach random. Das ist natürlich nicht wahr. Also war es wahr, falsch, falsch. War falsch, falsch tatsächlich. Und Chris hat die Punkte. Alter. Der zieht. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Vorbei. Oder an mir zumindest. So, alles richtig, 600, das waren 600 Punkte, ne? Genau. Deine Taktik hat funktioniert mit der richtigen Frage auswählen. Ja, unglaublich, ne? So, wer war denn mein Glücksbringer, muss ich mir überlegen. Aber egal, Snowgen muss erst mal. Ich möchte Milton 200. Milton 200. Milton 200 ist eine wirklich schöne Frage. Ja. Male den Spruchrollen ihre Punkte in den richtigen Farben. Male den Spruchrollen ihre Punkte in den richtigen Farben. Also in Gothic 1 haben Spruchrollen unten immer so einen Punkt, wie zum Beispiel hier links. Ach so, das ist Beschwörde, keine Ahnung was. Und das ist so ein Belia-Zauber, deswegen ist der halt lila. Diese Spruchrollen müsst ihr nicht nur erkennen, sondern denen auch die richtige Farbe zuordnen. Oh Gott. Lol. Ich glaube, ihr könnt sogar bei euch reinmalen, oder? Habt ihr das rein? Ja, wir haben den. Okay. Also wenn ihr jetzt blau malen wollt und ihr nehmt einfach dieses helle Blau oder so, dann zählt das für mich als blau. Das ist okay. Okay. Ja. Und okay.
Ich kann sogar eine Vorhersage starten. Bitteschön. Weiß zwar nicht, wie die Vorhersage aussieht, aber viel Spaß. Boah, das sind so Aufgaben, ey. Aber geile Aufgabe. Ja, aber ich bin gerade echt hardcore am Rumzweifeln. Ja, ist immer so die Fragen, was ich mir stelle, kenne ich überhaupt Gothic irgendwie, wenn ich immer sowas mache? Ja, ja. Okay. Aber ganz ehrlich, so kann man auch fragen, kenne ich überhaupt das echte Leben? Weil es gibt so viele Details aus unserem Alltag, wo wir eigentlich nicht auf dem Schirm haben. Ja, aber ich glaube, bei dieser Frage ist es auch sehr, vielleicht sollte man hier auf sein Bauchgefühl hören, weil man hat das oft eben gesehen, ja, ohne es vielleicht zu realisieren. Man speichert es unterbewusst ab, richtig. Genau. Aber trotzdem, Mann. Hier nochmal der Hinweis, im Hintergrund sehen wir ein schönes Bild von der Mod von Jace, Jace Arino, von A Prequel Story. Sehr empfehlenswert. Die Demo ist schon verfügbar. Sehr, sehr gut geworden. Und hoffentlich kommt auch bald die Vollversion. Sie war doch auch mal zu Gast im Quiz, gell? Ja, die war auch schon mal als Gast. Das habe ich nämlich gesehen, die Folge. Da muss ich gerade dran denken. Ah, eine exakte Antwort. Ich muss ganz kurz eine Sekunde auf. Ich komme gleich wieder. Ich bin aber schon fertig. Alles klar. So, ich bin zwar fertig, aber ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Nee, tatsächlich habe ich das Bild genommen, nicht weil ich bezahlt wurde, sondern weil ich einen schönen Hintergrund wollte. Dann habe ich so ein bisschen geguckt, so überlegt, was könnte man nehmen. Ja. Und habe das dann genommen. Kastens wird nächstes Mal Quizgast sein. Wo kommt diese geile Barriere her, habe ich mich nämlich schon gefragt. Also, sieht bei ihr in der Mod so aus oder durch den Renderer so aus? Ich glaube, das ist nur auf dem Bild so. Sonst sieht das ganz normal aus. Die Demo dauert ungefähr so 10 Stunden, kann man sagen. Da habe ich auch schon ein Video zu gesehen, aber ich habe es nicht selber gezockt. Hier ist die Spruchrollenfrage. An den Chat hier. Gibt es da auch... Warte mal, ich schreibe mal was in den Chat. Der Chat kann mir gerne antworten. Entschuldigung. Okay, dann habe ich es nicht im Kopf gehabt. Zum Beispiel, ich habe es schon wieder so vergessen gehabt, dass es diese Farben gibt. Aber klar, wenn man das Bild sieht, dann erinnert man sich, die gibt's. Ja, so, ich schaue mal nach. Ich sehe bei Christlich eine Antwort. Bei Snow sehe ich eine Antwort. Bei Merlin sich auch eine Antwort. Gut. Als Tipp für alle, denkt nochmal scharf nach. Scheiße, Mann. Also ich will nicht sagen, dass ihr viel falsch habt oder viel richtig habt oder keine Ahnung, aber denkt nochmal scharf, versucht euer visuelles Gedächtnis zu maximieren. Alles klar. Jetzt weiß ich, dass ich komplett daneben liege. Nein, nein, das war nicht damit gemeint. Es geht mir nur um eine... ich sag nicht viel, aber das wollte ich nochmal sagen. Haha. Gut zu wissen. Jetzt bin ich sehr verunsichert. Ich auch. Das kann jetzt heißen, ihr liegt falsch, oder das kann so heißen, ihr liegt komplett richtig, aber ich sag was, um mich zu verunsichern. Ja, ich glaube, so ist er nicht drauf. Ich glaube, er wäre ein netter Lehrer. Ich bin auch ein netter Lehrer. Aber ein netter Lehrer will ja, dass die Schüler was lernen. Ich will auch, dass sie was lernen. Lernen durch Falschmachen. Selbstbewusstsein, ne? Das mit Verunsichern, da muss man gegen ankommen. Ja, eben, das will er uns trainieren. Nicht. Ja, keine Ahnung, ich interpretiere schon wieder rum, wie blöd. Ja, keine Ahnung, Mann. Jetzt denke ich natürlich alles komplett falsch. Das muss ich nochmal. Ich werde euch jetzt. Eine Sekunde noch. Ja, scheiß drauf, ich lasse einfach so. Ich gewinne die Runde eh nicht mehr, von daher ganz entspannt. Aber warte, ich nicht aufgeben. Natürlich, du gewinnst. Ich gebe nicht auf, ich gebe ab. Ich gebe an euch ab den Sieg. Ich ändere jetzt alles nochmal durch einfach. 1-2.000 Punkte fragen richtig und zack, bist du wieder am Rennen. Ja, oder 3.000 Punkte Frage. Okay. Es gibt ja auch noch zwei Bonusfragen, ne? Die versteckt sind.
die auch dann jeweils 1000 geben. Okay. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht. Jetzt hast du mich verunsichert, jetzt bin ich komplett raus. Attilolz, das hatten wir beim letzten Mal schon. Den Lichtzauber hatten wir beim letzten Mal schon. So, okay, ihr wollt abgeben? Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay, schauen wir mal rein. Chris sagt, der Blitz hat den blauen Punkt. Welche Spruchrolle ist das? Der Totenkopf? Ja, mal an alle. Wisst ihr das? Irgend so ein Belia-Ding. Skelett beschwören oder so? Oder? Nein. Also wenn man die Spruchrolle nicht erkennt, ist das natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Aber das ist, glaube ich, Schlaf oder freundlich stimmen. Also Scham. Nein, ich dachte, das wäre ein Belia-Zauber. Deswegen dachte ich auch. Oh. Ja. Hier ist gelb und das Ding, ich denke mal, bei den anderen direkt auch auf. Alles. Also, warte mal, wir los. So, so. Und bei Merlin sieht's so aus. Ja, das ist der Grün dann, wenn Schlaf ist, ne? Ja. Ja. Oh, Merlin, wir beide. Okay, das ist auf jeden Fall Blitz. Das erkennt man noch ganz gut. Da waren sich die ersten zwei einig. Merlin hat da einen gelben Punkt gemacht. Das wäre so ein kleiner Feuer-Ding. Wisst ihr denn, was Schlaf oder was freundlich stimmen für eine Farbe hätte haben müssen? Ich glaube, Grün dann, ne? Oder Gelb. Grün, ja. Ja. Was ist der dritte Zauber hier? Da hat mich der Chat gerade tatsächlich ein bisschen verwirrt. Nämlich kann das, glaube ich, Eispfeil sein und oder Blutfliegerverwandlung. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob das gleich aussieht. Und hier habt ihr alle leider verkackt. Das war hier die Falle eigentlich. Denn die Teleport-Spruchrollen haben 2 Punkte. Hä? Ich habe automatisch Teleport an Sumpf gedacht. Ich weiß auch nicht warum. Richtig bescheuert. Und da wären auch, also es gibt mehrere Versionen von diesem Zauber, das wären aber auch alles richtige Antworten gewesen. Schauen wir uns einfach mal die Lösung an. Eigentlich ist es blau, grün, blau und hier sind 2 Punkte. Hier kann man auch rot haben. Also gelb, rot kann man hier auch haben. Aber hier bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das nicht auch gelb sein könnte. Ich glaube nämlich nicht. Oder hat Verwandlung Blutfliege gelb oder blau? Ich google einfach mal. Weil da bin ich jetzt selber ein bisschen verwirrt. Vor allem, man muss ja mal ehrlich sein, ne? Was peinlich war, ich dachte, das Rechte wäre Heilung. Das ganze Recht? Der T? Ja, ich dachte, das wäre Heilung. Das hat doch auch so ein. Ja. T wie Heilung, ja. Nee, ich muss gar nichts sagen. Ich habe alle falsch, also von daher. Ich finde gerade tatsächlich diesen Zauber nicht. Ach da, Gothic-Spruchrollen. Verwandlung. Das T wie TP. Nee, tatsächlich hätte, also normalerweise haben die Verwandlungen einen gelben Punkt. Verwandlung Snap hat tatsächlich einen blauen Punkt und Verwandlung Blutfliege hat sogar auch einen blauen Punkt. Was für einen Sinn machen die Farben denn dann, wenn es so. Ist so eine Einordnung, aber ein bisschen verkackt auch an manchen Stellen in Gothic 1. Weil, gut formuliert. Weil, wie gesagt, anscheinend, Verwandlungen haben ja normalerweise gelb, die haben zufälligerweise blau, weil Eisfall halt auch so genauso aussieht. Kugelblitz. Achso, Kugelblitz sieht auch so aus. Eisfall fehlt der Punkt wohl in der Mitte. Die sind auch blau. Und zum Beispiel Licht, ein Innos-Zauber, Licht, hat tatsächlich auch einen Belia-Punkt, also so einen lila Punkt. Leider habt ihr dann alle etwas falsch gemacht. Also hier ist auf jeden Fall, ihr sind, wenn wir das T weglassen, sind die beiden falsch bei Chris, die beiden in der Mitte. Bei Snaugen ist dann die dritte Spruchrolle falsch. Und bei dir, Merlin, wären dann alle drei sogar falsch. Ja. Komplett. Deswegen kann ich euch leider diesmal keine Punkte geben. Oh, keinem? Keiner. Hier war alles richtig. Glück gehabt. Sind auch nur 200 Punkte gewesen, ne? Das tut aber dann auch haben nicht wir so alle sehr Glück gehabt irgendwo auch. Ja, stimmt. So, Merlin. Milton dein Zug. 400. Milton für 400. Ja. Der Magier. Das kam aus der Kanone da. Die Prüfung des Feuers. Ich zitiere aus einem Buch. In dieser Prüfung soll gleichermaßen die Lücke, Stärke und das Geschick des Novizen gefordert werden. Fülle die Lücke auf. Dieses Buch ist zu finden in der Bibliothek des Klosters. Ich fand die schwer nicht bei der Quizmaster, war mir nicht sicher. Ja, weil es auch lange her ist, dass ich die Frage vorbereitet habe.
Und die haben mich ein bisschen durcheinander gebracht. Eigentlich, wenn ich die Fragen mache, bemühe ich mich auch, alles zu kontrollieren und alles halt zu checken. Die Vorhersage startet einmal für den Chat. Und ja, für 400 Gold kann man ja einfach mal rausfinden, was in dieser Lücke steht, oder? Ah, ja, das stimmt schon. Vielleicht kann man ja auch raten an der Stelle. Mal gucken. Ja, eben. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn mal ein, zwei Fragen vorkommen, die keiner beantworten kann. Muss ja nicht sein, dass bei jeder Frage Punkte verteilt werden, ne? Ja, aber bis jetzt hatten wir, glaube ich, erst eine, wo gar keine Punkte, oder? Ich glaube ja. Aber das liegt ja auch daran, dass wir normalerweise machen, der am meisten richtig hat, bekommt auch die Punkte. Wie soll ich bei den Orkwaffen? Gott sei Dank. Das ist echt krass, Alter, dass du es wusstest. Das ist auch eine gute Idee, Fridomatik. So. Dann schauen wir mal rein, was ihr geschrieben habt. Ja, okay. Bei Chris sehe ich was. Sehen. Bei Snow sehe ich was. Nur ein Wort. Und bei Merlin sehe ich jetzt auch was. Ich habe zwei Wörter so ein bisschen. Kann ich auch zwei nehmen? Wie, du hast zwei Wörter. Je nach ein Wort. Ach so. Na nee, aber ja, ja. Achso, du hast eine. Ja. Ich habe auch zwei Wörter. Oder meint er jetzt, dass er zwei Lösungen hat? Zwei Lösungen aufgeschrieben. Achso, okay. Aber natürlich kann man nur eine abgeben. Das mit den Orkwaffen dachte ich, wäre doch einfach. Ja, Max ist übrigens da. Danke für deine Frage, Max. Ja, sehr einfach. Aber die Antworten waren sehr lustig. Trotz hat jemand Punkte bekommen bei deiner Frage. Also, hat es funktioniert. Okay, wollt ihr abgeben? Ja. Bist du auch sicher, Merlin? Ich ruder noch mal zurück. Ich probiere es damit einfach mal. Einfach mal schauen. Oh, ich weiß, ich werde mich. Okay, ich logge ein. Ich bin auch eingeloggt. Diese Fragen hier, sowas hier zum Beispiel, das ist schon eine schwierige Frage, weil wenn man jetzt nicht zufällig das Richtige erratet und das vielleicht gar nicht weiß, was da stehen könnte, dann hat man ja schon relativ früh diese Frage verkackt. Aber deswegen habe ich die Frage auch so weiter oben hingetan. Das war ja eigentlich eine 200er Frage. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man es nicht weiß. Schauen wir aber nach, was ihr geschrieben habt. Chris sagt Willenskraft. Hier unten hat er nochmal Weisheit durchgestrichen und hier oben hat der Wille durchgestrichen. Aber er sagt Willenskraft. Snowgen sagt magische Kraft. Oh, okay. Und Merlin sagt Ausdauer. In dieser Prüfung soll gleichermaßen die Willenskraft oder magische Kraft oder die Ausdauer und Stärke, Geschick des Novizen gefordert werden. Was ist denn nun aber richtig? Die Klugheit. Ich wollte noch Intelligenz und habe ich es wieder gelöscht, aber es wäre auch falsch. Also es war ja klar, dass irgendwie so Int fehlt, oder? Das war ja klar, ne? Irgendwas mit Int. Also Weisheit, ja. Klugheit, sowas in dieser Richtung, ne? Ja. Schwierige das konnte Frage. Man ja ablesen vom Text so, ne? Aber ja. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Keiner bekommt Punkte. 400 Gold wären es gewesen. Ja. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Fragen übrig. Da kann noch viel passieren. Wir können natürlich die anderen Fragen auch noch spielen, aber der Sieger steht nach 20 Fragen fest. Gut. Chris? Ja, eine Frage. Safe, ne? Willst, ja, du, die, den, willst den, du den Helden? Ja, natürlich. Den du willst den Helden. Helden. Okay, dann gehen wir mal in den Helden und lösen alle seine Probleme. Bonusfrage von Herr Brom. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen schwierig werden, aber es geht jetzt auch um 1000 Gold. Schauen wir mal rein, was er von euch wissen möchte. Hier steht sogar schon, welche Voice dann ist echt. Guten Abend allerseits. Der gute Umut hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht eine Bonusfrage zu seinem Gothic-Quiz beisteuern möchte. Musste ich nicht lange drüber nachdenken, hab dann kurz meine Erinnerungen abgerufen, hab dann kurz die Spieldateien durchsucht und mich dabei dann gefragt, welche dieser Voicelines hat es wirklich in die Spieldateien eines Gothic-Spiels geschafft? Wichtig ist, die Voicelines können aus jedem Gothic sein oder auch aus gar keinem. Wer weiß. Nur eine davon ist richtig. Sie wurden einmal durch den Text-to-Speech-Generator gezogen. Das bedeutet, die Stimme ist eine vollkommen andere, aber
die Wortwahl an sich bleibt identisch. Also die Wortwahl ist original von dem Zitat, das ihr erraten müsst. Genau, dementsprechend werde ich jetzt alle viermal abspielen. War es denn A? Commander hat eine Banane am Start. Commander hat eine Banane am Start? Oder war es eher B? Ich hasse Leute, die mehr reden als ich. Ich hasse Leute, die mehr reden als ich? Oder war es vielleicht eher C? Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Du kämpfst wie ein dummer Bauer? Oder war es vielleicht sogar D? Hallo, mein Freund. Bleib ein Weilchen und hör zu. Hallo, mein Freund. Bleib ein Weilchen und hör zu. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielleicht erratet ihr das Richtige. Das erfahrt ihr dann gleich im Lösungsvideo. Bis gleich. Danke, Herr Brom, für deine wunderschöne Frage. Die fand ich echt gut. Mal eine ABCD-Frage. Er meint, so wie ich es verstanden habe, es kann sein, dass die Sprachdatei, die er meint, gar nicht im Spiel auftaucht, sondern nur in den Daten vorhanden ist. Aber ob die jetzt auch wirklich drin vorkommt, das weiß ich gerade nicht. Das wird uns aber... Also so habe ich es verstanden. Ich glaube schon, dass ich es richtig verstanden habe. Und er hat gesagt, es kann in jedem Gothic sein. Also Gothic 1 bis 3. Jetzt, ich denke mal nicht, dass er Icania meint. Oh, das wäre gemein. Das wäre gut. Das meinte, also das kann ich sagen, das meinte mit Sicherheit nicht. Aber ich kann auch nicht den Tipp geben, welcher Gothic-Teil es ist. Lieber Atilolz, tut mir leid. Wir hören nochmal rein, oder? Ja. Guten Abend allerseits. Bis 1 hat es wirklich in die Spieldateien eines Gothic-Spiels geschafft. Wichtig ist, die Voicelines können aus jedem Gothic sein oder auch aus gar keinem. Wer weiß. Nur eine davon ist richtig. Sie wurden einmal durch den Text-to-Speech-Generator gezogen. Das bedeutet, die Stimme ist eine vollkommen andere, aber die Wortwahl an sich bleibt identisch. Also die Wortwahl ist original von dem Zitat, das ihr erraten müsst. Genau, dementsprechend werde ich jetzt alle viermal abspielen. War es denn A? Commander hat eine Banane am Start. Commander hat eine Banane am Start? Oder war es eher B? Ich hasse Leute, die mehr reden als ich. Ich hasse Leute, die mehr reden als ich? Oder war es vielleicht eher C? Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Du kämpfst wie ein dummer Bauer? Oder war es vielleicht sogar D? Hallo, mein Freund. Bleib ein Weilchen und hör zu. Hallo, mein Freund. Bleib ein Weilchen und hör zu. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielleicht erratet ihr das Richtige. Das erfahrt ihr dann gleich im Lösungsvideo. Bis gleich. Unbedingt auch alle Bonusfragensteller auschecken und vielleicht ein Follow da lassen. Der Herr Brom streamt auch auf Twitch, genauso wie Max. Max Deus, der gerade auch hier im Chat ist. Ja, so sieht's aus. Ja, mega interessant. Ich habe keine Ahnung. Gut, ich schließe mich Merlin an. Chris, sehe ich eine Antwort? Bei Snow sehe ich eine Antwort? Ja, ich habe noch nichts eingetippt. Und du kannst jetzt auch nochmal überlegen und eine Antwort eintippen. Oder kann man diese, kannst du das Video so pausieren, dass man die Liste sieht? Achso, natürlich, ja klar. War es vielleicht sogar D? Ja. So. A. Commander hat eine Banane am Start. B. Ich hasse Leute, die mehr reden als ich. C. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Und D. Hallo, mein Freund. Bleib ein Weilchen und hör zu. Es ist ja irgendwie interessant, ne? Dax hat keine Ahnung, was du meinst. Ich weiß nicht. So. Also, es könnte alles irgendwie sein, ne? Aber ja, irgendwie schon. Und gleichzeitig denkt man so, hä, nee, das klingt irgendwie ein Ticken zu nicht original nach Gothic. So. Also, ich habe jetzt ja unglaublich viel Gothic-Texte durchgeguckt damals, weil dieser Ton ist ja natürlich von Gothic auch so eine Besonderheit. Ja. Und da würde ich schon sagen, es passt irgendwie alles rein, weil Gothic schon so abstrakte Zeilen manchmal hat, wo man denkt, Alter, okay, was war da denn los? Ja, manche Sachen klingen für mich ein bisschen zu sehr nach Möchtegern. Ja, genau, Böbel genau. Und nicht so, wie Gothic es macht. Ja, oder? Genau, ja, ja, ja. Aber deswegen, boah, ich habe so ein hartes Gefühl, dass meine Antwort falsch ist, aber ich habe auch keine Ahnung, was sonst stimmen soll. Deswegen scheiß drauf, ich log einfach mal ein. Okay, dann hat jeder eingeloggt von euch.
Wundert mich gerade, dass dein Feld nicht gelöscht wurde, Chris. Da steht immer noch Willenskraft durchgestrichen. Ja, das eigentlich zieht sich jetzt durch. Das zieht sich durch, Willenskraft. Ich weiß nicht, eigentlich sollte sich das löschen automatisch. Aber schauen wir uns doch mal an, was ihr geantwortet habt. Chris sagt, es ist B. Ich hasse Leute, die mehr reden als ich. War das, glaube ich. Snoggen sagt A, Commander hat eine Banane am Start. Und Merlin sagt D, Hallo mein Freund, bleib weichen und hör zu. Die Lösung verliert uns sagt. Ich so, dachte, ja. Irgendein Assassin, der sagt das vielleicht so. Ey, also, mein Freund. Ich habe jetzt die Antwort gewählt, weil die ist komplett Banane, wie es da steht. Und die anderen drei sind halt normal. Und ich finde das irgendwie. Ja, das wäre sowas Typisches, was in irgendeinem Pfeil versteckt. Ja, so warum ist eine Aussage komplett so random und die anderen eben, sind so. Die habe ich auch gedacht. Ich habe jetzt einfach schon gezockt. Ja. Oh, also, gute Idee. Das, was du sagst, da würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen, dass das so. Also zum Beispiel bei B jetzt, ne? Das könnte ich mir vorstellen, dass das halt auch wirklich Gorn oder so sagt. Aber naja, schauen wir mal nach, was denn die richtige Antwort ist. So, die richtige Antwort war tatsächlich A. Commander hat eine Banane am Start. Klingt verrückt. Ja. Ist aber tatsächlich so in den Spieldateien von Gothic 3 zu finden. Gesprochen von Christian Wewerka. Ursprünglich wohl mal geplant für einen Charakter, den du nur hercheaten kannst. Scheinbar gibt es auch teilweise Versionen von Gothic 3, wo man das auch reproduzieren kann. Kann ich so nicht beweisen, aber die Datei existiert in den Dateien. Und zwar wäre das hier. Commander hat eine Banane am Start. Hättet ihr es gewusst? Es gibt Bananen in Gothic 3. Wenn man uns googelt, findet man nicht allzu viel dazu. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin noch viel Spaß und viel Erfolg beim Quiz. Dankeschön. Und das war's von mir. Mit Bananen. Ciao. Sehr witzig auf jeden Fall. Ich meine, als ich die Chris-Frage von ihm bekommen habe, erstmal 1000 Gold an Snow, 3,7 jetzt, als ich die Frage bekommen habe von ihm und das gehört habe, da hat's bei mir irgendwo im Hinterkopf geklingelt. So, kam mir ein bisschen bekannt vor, aber so aktiv habe ich da keine Erinnerung zu, dass ich jemals was davon gehört habe. Aber ich glaube, ich habe das mal in so einem Faktenvideo oder so gehört. Irgendwann vor 10 Jahren. Das könnte zumindest sein, aber naja. Coole Frage auf jeden Fall gewesen, wirklich sehr cool. Kann ich nur sagen, also wer zockt, hast du dir verdient. Also, ja, ist echt so. Dein Einsatz wurde belohnt. Vielleicht ich glaube, wir alle haben A gedacht, ne, dass wir das ficken. Ne? Ja, dann dachte ich mir, kämpfst wie ein Bauer, so, das ist zu plump, so reden die gar nicht in Gothic. So. Und dann, also ich glaube, wenn noch ein Dialog gekommen wäre, der auch so komplett gar nicht passt, dann wäre es schwieriger gewesen. Aber so denkst du ja, entweder du zockst jetzt oder du zockst nicht. Ja. Hat sich ja diesmal gelohnt, aber der Held hat sich wohl einmal enttäuscht, Chris. Das kann mal passieren. Ja. Gut. Guck mal jemand Neues aus. Ja, es gibt ja auch noch ganz viele andere gute, coole Charakter. Hier, Lester und Diego haben ja noch beide drei Fragen jeweils offen. Kannst dir mal überlegen, was dann noch übrig bleibt, wenn du dran bist. Snoggen, deine Frage. Da ich ja gerade führe, würde ich sagen, Diego 200. Boah, das ist sehr gemein, aber verständlich. Diego 200. Wie heißt die Quest? Das sind Ausschnitte aus dem Questlog. Ihr müsst sagen, wie die Quest heißt. Doch die Begegnung verlief völlig anders als erwartet. Lücke, ne? Also ich springe so ein bisschen und hab Sachen ausgelassen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich, Lücke, vom Verlauf dieses Gesprächs berichten soll. Sobald ich einen anderen Weg gefunden habe, Lücke, werde ich ihm die ganze Wahrheit erzählen. Wenn erkennbar ist, welche Quest gemeint ist, also wenn der Wortlaut jetzt nicht 100% richtig ist, ist das nicht so schlimm. Jemand, der Gothic aufmerksam gespielt hat, kann sich das vielleicht erschließen. Ich weiß nicht mehr, ob die Quest oder das Kapitel so hieß. Gothic 1 oder 2 kriegen wir da einen Tipp? Gothic 1 oder 2. Es ist nicht Gothic 3. Vielleicht könnt ihr ja anhand des Textes irgendwie überlegen, zu was das passen könnte. Ich lese nochmal vor. Doch die Begegnung verlief völlig anders als erwartet. Ich bin mir nicht sicher, wie ich, Lücke, vom Verlauf dieses Gesprächs berichten soll. Sobald ich einen anderen Weg gefunden habe, Lücke,
werde ich ihm die ganze Wahrheit erzählen. Schreibt eure Antwort aufs Whiteboard und wir gucken, wer es richtig hat. Geht um 200 Gold. Ich habe so einen Verdacht, aber ich weiß nicht. Ich bin ja schon eingeloggt. Ich muss kurz mal was trinken und. Alles klar. Pullon, bis gleich. Ja, wie gesagt, ne, also die Frage jetzt sehr schwer finden, es ist ja auch sehr subjektiv, wenn ich das halt irgendwie eintrage in, ob das jetzt 100, 200, 300, 400, ja. 500 ist. Also es kann halt durchaus sein, dass ich mir jetzt denke, wenn ich die Frage mache, ja okay, das ist schon einfach. Und man als Teilnehmer dann denkt in dieser Drucksituation, ja, ist doch schwer. Oder im Chat halt auch, wenn man das halt anders empfindet. Das ist halt, ja, kann man halt anders empfinden. Vor allem je nachdem, wie gut man das Game vielleicht auch gerade im Kopf hat und so. Dementsprechend ist halt bei jeder Frage genauso. Also Leute, es gibt mir recht. Dankeschön. Der googelt doch jetzt. Nein, der hat doch seine Antwort geschrieben. Sehe ich seine Antwort überhaupt schon? Ja, ich sehe die Antwort. Bei Snow sehe ich auch eine Antwort, bei Chris sehe ich noch nichts. Ja doch, ich habe auch schon eine, aber ich weiß es einfach nicht. Ah, jetzt sehe ich deine Antwort. Okay. Wenn ich keiner weiß, welche Quest das ist, aber ich lese mir die Questnamen durch. Ich mache das sogar tatsächlich relativ häufig, weil ich auch manchmal interessant finde, wie der Held über manche Sachen berichtet. Vor allem in Gothic 1 und Gothic 2 ist das echt gut gemacht, das Questlog, finde ich. In manchen Mods jetzt nicht. Da ist manchmal ein bisschen komisch. So neue Questlines. Aber immerhin, wenn man halt keine Ahnung hat, dann kann man da auf jeden Fall immer rauslesen, was man machen muss. Ja, aber ich finde die Frage. Achso, schon, wollte ich nicht unterbrechen. Alles gut. Nee, ich finde es immer so ganz spannend, denn wir haben ja bei uns im Spiel auch genauso ein Questlog, weil ich das super immersiv finde, dass man halt so ein Tagebuch schreibt, deswegen heißt es bei uns auch Tagebuch. Mhm. Und was ja auch die andere Variante ist, so, dass man die Dialoge nochmal nachträglich lesen kann. Ne? Und ich persönlich finde das auch super spannend, so eine Tagebuchstruktur zu haben, weil das einfach nochmal so immersiver ist oder so in der Welt, anstatt dass du nochmal die ganzen Dialoge durchgehen kannst oder so, dass du eine Zusammenfassung hast. Klassisch ist Gothic auch, 3. Ja. Ist ja in Gothic 3 genauso, du kannst einfach die Dialoge lesen. Hat mir, als ich Gothic 3 gespielt habe, teilweise, also wenn ich mal Hilfe gebraucht habe, nichts gebracht tatsächlich. Nee. Und ich finde, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, als ich Gothic 1 und 2 zum ersten Mal gespielt habe, musste ich, glaube ich, und ich war halt klein, und mir ging es dann so, dass ich bei, ich glaube, keiner Quest musste ich das Tagebuch lesen. Weil ich wusste immer durch die Dialoge, okay, ich weiß, was ich machen muss. Ja. Und das finde ich gut, wenn eine Quest so gestaltet ist, dass du einfach dadurch, dass du halt spielst, die Quest lösen kannst, ohne halt ein Tagebuch zu lesen. Ja. Und trotzdem ist das eine sehr gute Ergänzung, dieses Tagebuch. Und es macht einfach Spaß, auch mal zu lesen, wie der Held aus seiner Sicht die Sachen aufschreibt. Ja, ja. So, ja, Merlin ist halt da. Eine Hilfestellung, ne? Eine Hilfestellung ist es. Ich bin da, genau. Und ich decke auf. Chris sagt nämlich. Witzig. Xaras, was wolltest du sagen, Merlin? Die sind auch witzig geschrieben teilweise, diese Schachtage. Ja, so genervt irgendwie. Merlin sagt cool. Xaras. Und Snowgen sagt Xaras. Ich denke, das ist Kapitel, aber. Das ja, Antwort eben dachte ich ist, auch. Kapitel oder Quest, ich weiß nicht mehr. Ja. Die Antwort ist tatsächlich Xaras, der Dämonenbeschwörer. Das ist hier das Ganze. Das reicht mir aber. Wenn ihr Xaras schreibt, das reicht mir. Mhm. Weil Xaras, der Dämonenbeschwörer, also ist ja so ein Zusatz. Mhm. Es ist Xaras, die Aufgabe, in der man Xaras finden muss. Ich habe beschlossen, dazu das nicht zu erzählen, dass laut Xaras all diese Jahre Erzhof und bla bla bla. Sonst war, sobald ich einen anderen Weg gefunden habe, die magische Barriere zu zerstören, werde ich ihm die ganze Wahrheit erzählen. Also absolut richtig, ihr bekommt alle 200 Gold. Geil, also lange mal wieder ein paar Punkte eingefahren hier. Heißt denn das Kapitel auch Xaras? Weißt du das? Das Kapitel heißt auch Xaras. Ja, eben. Schau, du wusstest nämlich auch nicht. Heißt das Kapitel vielleicht sogar Xaras, der Dämonenbeschwörer? Nee, ich meine, es war nur Xaras. Ich glaube, nur Xaras. Naja. Das heißt nur Xaras. Das stimmt damals. Das heißt, es ist einfach so gut, dass man knifflige Aufgaben durch Passion lösen konnte. Heutzutage gibt es einfach so Shit, der super dicht. Ich habe da Quest nicht mehr Dings gebraucht. Mhm.
Ja, und das ist halt manchen Mods leider auch so, dass man halt einfach manchmal nicht weiß, was man tun muss. Das hatte ich zum Beispiel in Gilden so. Ich weiß, was ich tun muss. Und dann steht im Questlog, ja, ich soll Vatras darüber berichten. Junge, warum soll ich jetzt zu Vatras denn? Ich bin doch direkt da, lass mich doch einfach hingehen. Und, aber das geht nicht. In Gilden geht das dann nicht. Dann spawnen die Sachen nicht. Das ist so komisch. Aber ja, das sind halt die Mods, ne? Gildenhass lässt nicht nach. Ja, ey, warte mal, bis mal ein, bis ein Diss-Track kommt gegen Gilden, Alter. Okay. Merlin, du bist dran. Es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, noch 3 Fragen offen. Also jeder kann noch mal eine Frage aussuchen, bis der Sieger feststeht. Merlin, wir müssen all in gehen. Wir können aber, also wie gesagt, wir können die anderen Fragen auch noch spielen, aber der Sieger wird feststehen. So, welche möchtest du haben? Okay. Von Logik her, all in bedeutet was Hohes, gell? Okay. Diego 1000. Diego 1000. Diego hat sich verlaufen. Wo befindet er sich? Das ist eine Geogesser-Frage. Wir machen diesmal Toleranz von 20 Pixel. Das ist dann, glaube ich, okay. Ihr müsst wieder den Geogesser-Link öffnen, falls ihr den noch nicht offen habt. Merkt euch einmal dieses Bild hier. Aber ich kann auch immer wieder zurück auf die Frage gehen. Aber erstmal müsst ihr an eine Ecke klicken, bitte. Ja. So, erstmal in irgendeine Ecke klicken. Geogesser. Besser. Okay, ging irgendwie noch nicht. Ich hab geklickt. Bila, welche Map ist das? Das ist die, 3, ja? Das ist, nein, 1. 1. Genau, ihr müsst alle auf 1 klicken. Achso, nee, weil gerade war bei mir 1 die G3-Karte. Was hab ich, genau, Nummer 1, das ist die Corinnes-Map. Don't Die Alone, danke für deinen Raid. Herzlich willkommen zu, unserem Gothic Quiz. Moment. So. Habt ihr an eine Ecke geklickt? Ja. Ja. So, mir wird jetzt nur Snowgen angezeigt. Okay, ich hab die Knochen. Können die anderen beiden vielleicht einmal aktualisieren nochmal? Ja, ich aktualisiere. Ah, jetzt wurde auf. Das ist übrigens die richtige Antwort für die anderen beiden. So, ich habe nochmal aktualisiert auf 1. So. Ja, warum genau. Irgendwo hinklicken einmal. Ja. Dom, oh, deine Frage war sehr, sehr gut. Eine wirklich gute Frage. Hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Freut mich, dass du da bist. So. Jetzt sehe ich alle. Super. Nice. Dann schaut euch nochmal dieses Bild hier an. Oh Gott. Und markiert eure Antwort. So. Mal kurz einmal Shoutout auch an den Herr Dom. Dem das ist eine Tausender, ne? Das ist eine Tausender, ne? Das ist eine Tausender, ja. Ja, okay. Wow, ich muss noch eine Minute und 8 Sekunden warten, bevor ich das machen kann. Ich merke mir das mal, Beta. Ich merke mir das und versuchen dann, das umzusetzen. Ich glaube, wir haben immer die Originalgrößen genommen. Bin mir aber nicht sicher. Ich feier so Fragen eigentlich, aber ich bin gerade echt auf dem Schlauch. Okay. Ich sehe gar nicht warum, da ist doch ein Waage und Heu, das muss man doch sofort wissen, Merlin. Ja, so, es ist eigentlich eine voll die geile Idee, solche Fragen. Mir gehen auch langsam die Orte aus. Aber wir haben da schon eine Idee, was man noch machen könnte. So, also man kriegt immer genug Geogesser hin. Ja, die Welt ist auch groß, muss man sagen, ne? Ja. Die Kandidaten können an die Karte ranzoomen. Ihr könnt sogar an die Karte ranzoomen, ne? Ach so. Scheinbar. Wie geht das? Weiß nicht. Mützenfresser sagt, man kann ranzoomen. Wie geht das? Also ich kann nicht ranzoomen. Ich kann nur ich halt nicht. STRG halt Plus. Oh. Dann könnt ihr ranzoomen, anscheinend. Das hätte ich bei der Chromanin-Quest gebraucht. Dann hättest du bestimmt gewonnen. Also wie gesagt, diesmal machen wir Pixel Toleranz 20 Pixel. Oh, es geht wirklich. Bedeutet. So, Merlin, wir beide müssen es jetzt schaffen, ne? Oh, das ist gut, Max. Die Geogesser-Bilder dann mit Filter umfärben, um es dann spannender zu machen. So, gespiegelt, schwarz-weiß, vermischt und noch Dingens gedreht, so teilweise. Jedes Quadrat so in 4 Teile, alle mal gedreht so ein bisschen. Das ist dann mal ein Geogesser, Alter. Ja.
So, habt ihr dann alle eine Lösung? Ich habe eingeloggt. Ich habe mal auch. Okay, dann schauen wir mal. Update Positions, Spieler anzeigen. Oh. Snow und Merlin sind ganz nah beieinander. Und Chris ist weit weg von denen. Aber wo ist denn jetzt die richtige Stelle? Im Chat wurde es tatsächlich erraten. Schauen wir mal. Ganz woanders. Ach du Scheiße. Oh mein Scheiße, Gott. Achso, ich dachte schon gerade. Ich dachte gerade Chris und Snowbären nah beieinander. Ein Wix aber ist ja gar nicht. Ist ja anders. Chris ist auf jeden Fall am nächsten dran. Es ist neben der Banditenhöhle. Wenn du von Kulinus rausgehst, da wo man Bartok jagen geht, da kann man ja so rechts rein, da ist so eine Banditenhöhle. Ja. Davor ist dann dieser Karren dieser Ort. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass da so ein Karren steht. Ey. Das ist aber nicht schlimm, dass ihr das nicht wusstet. Ich frage mich gerade, Snow und Melly, ihr habt ja an den gleichen Ort gedacht. Welchen Ort habt ihr denn im Kopf gehabt? Ja, da geht doch die Treppe zum Sonnenkreis hoch so und da dachte ich, hinter Busch irgendwo steht so ein Ding auch. Da ist eine Höhle mit Skelettkriegern. Stimmt. Und Minecrawlern. Ja. Und da ist auch so ein Wagen, ne? Vielleicht, ich weiß nicht. Ja, ich dachte, dieser Felsen da könnte irgendwo auch diese Treppe sein, die da hochführt. Ein Minenwagen ist da. Achso, das kann auch sein. Okay, danke, Daniel. Stimmt, da steht so ein Ding mit Geröll drin. 1000 Punkte für Chris, 3500. Boah, es wird spannend. Also, Chris, hol auf. Ich werde jetzt einmal wieder die Musik ändern, denn die Stunde ist wieder rum. Tatsächlich, okay. Wow, wir sind schon 2 Stunden dabei. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das länger dauert. Hören wir mal das hier. Schön Acholos, Version von In Extremos, super Lied. Und du bist dran, Chris. Die vorletzte Frage, bevor der Sieger feststeht. Ja, es geht nur 1000. Die letzte 1000er kommt. Du kannst ja auch versuchen, die Bonusfrage zu finden. Nein, okay. Du möchtest mit 1000 haben. Bestimmt. Mit 1000 mit zu haben? Klicken wir rein. Genau. Was ist die heilige Aura Innos und wer oder wo besitzt oder liegt diese? Das müssen wir jetzt wieder normal in diesem Einfach kriegen, ne? Antwortfeld reinschreiben. Was ist die heilige Aura Innos und wer wo besitzt liegt diese? War doch irgendwas mit Pyro, oder? Überlegt gut nach. Ist vielleicht sogar keine schwierige Frage. Ist auch wirklich keine schwierige Frage, vielleicht. Vielleicht auch doch für manche. Für mich schon. Das ist eine 1000-Gold-Frage, echt jetzt. Das ist die Krone in Gothic 3. Nee, das auf jeden Fall nicht. Jetzt hätte ich das mal nicht vorgelesen. Nein, Spaß. Mit jetzt, was ist es auch... beschreiben, was es tut oder was es ist. Was es ist? Also was ist das? Vielleicht ist es eine komplizierte Antwort, vielleicht ist es keine komplizierte Antwort. Das müsst ihr jetzt wissen. Heilige Aurinus. Okay, also Snowgen hat schon eine Antwort. Chris hat eine Antwort. Wir warten noch auf Merlin. Ja, weil Merlin gar keinen Plan hatte. Ich frage mich auch, in welchem Teil. Wenn der Schaumeister die Spieler trollt. Naja, das ist halt eine Magierfrage, ne? Und Bill hat halt schon ganz viele andere Fragen drin, deswegen war nur noch da Platz, was soll ich sagen? So, hat schon eingeloggt? Ja. So selbstsicher? Naja. Ich spiele sehr selten. Hey, so magische Kreise und so eine Kacke. Ja, dann ist Milne also nicht deine Kategorie. Nee. So, ich nutze mal die Zeit und mache mal hier nochmal einen Shoutout. Hier, der zweite Bonusfragensteller ist der Herr Blom. Könnt ihr den Follow da lassen, wenn ihr wollt. Ich habe irgendwas mal eingegeben. Auf Zufall. Du hast, okay. Aber das wäre ja theoretisch nur die halbe Antwort, ne? Ah, okay. Ach so, okay, ja, dann mache ich auch noch, ja. Warte. Sitzt, liegt diese. Sind ja drei Fragen, ne?
Nein. Das sind zwei Fragen. Was ist die Heilige Order Innos? Und wer wo besitzt liegt diese quasi zu sagen? Ach so, ah, okay, ja gut, dann habe ich es ja. Okay. Wer besitzt diese oder wo liegt diese? Eins von beiden. Also es ist ja quasi das Gleiche. Nur ich wollte halt nicht, ich wollte halt nichts vorgeben, weil das müsst ihr ja wissen. Okay. Ja, bin durch. Okay. Dann denken wir mal auf. Merlin sagt, es ist ein Trank in Gothic 3 in Nordmar. Ist überhaupt Gothic 3 dabei bei den Fragen? Ja, bei Dingens war ja, bei Herr Bloms Frage war das ja dabei. Aber könnte ja auch sein, dass es hier sei. Eine. Ah, das war in Gothic 3 drin. Das wusste ich gar nicht. Amulett Pyroka. Die Heilige Order Innos ist ein Amulett und Pyroka besitzt diese, sagt Chris. Ich glaube, das nicht. Sagt so. Das Gleiche. Amulett bekommt man im Kloster als Vollmagier von Pyroka. Alles klar. Was ist denn jetzt die richtige Antwort? Ist es vielleicht ein Trank in Gothic 3? Nein. Die Prophezeiung erwähnt die heilige Aura Innos. Die Aura Innos ist ein Amulett, welches nur den größten Magiern eines Zeitalters vorbestimmt ist. Kann ich es haben? Was? Was willst du damit? Was willst gegen du damit? Den Drachen antreten. Ja, natürlich. Ich werde dir das Amulett geben, aber gehe sorgsam damit um. Ja, ja. Ich möchte es nicht später bei einem Händler zurückkaufen müssen. Ganz genau, richtig. Und möge Innos alle Zeit über dich wachen. Danke, Pyroka, für diese Info. Es ist natürlich ein Amulett, das für den Helden bestimmt ist und von Pyroka bekommt man das. Joy schreibt auch, Aura Innos. Die Aura Innos ist ein Amulett, welches nur den größten Magier des Zeit vor. Ja, genau. Genau das, was wir gerade gehört haben. Genau. Es wurde von Xardas aufgebaut, der erkannte, dass es im Kampf gegen den Anführer der Drachen eine wichtige Rolle spielen könnte. Daher übergab er es dem Klostervorstand. Das war halt für den Erwählten gedacht. Und das ist nun mal der Held. 1000 Punkte für Chris und Snow. Damit hat Chris jetzt 4-5 und Snow hat 4-9. Heißt aber noch nicht, dass das hier jetzt vorbei ist, denn wir haben ja noch eine Frage offen, die sich Snow auswählen kann. Also es kann sein, dass Chris hier noch überholt, wenn Snowgen die Antwort nicht weiß, dass es genauso bleibt oder dass Snowgen noch mehr Punkte hat und Chris die Antwort nicht weiß. Naja, ich kann jetzt eigentlich entscheiden, ob ich gewinnen will oder nicht. Das ist halt jetzt ein bisschen blöd für mich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Ah ja, stimmt, die Bonusfrage ist ja... Oh, 4600, Mann. Hattest du gerade, Chris, hattest du gerade 3,6 oder 3,5? Ach, das weiß ich nicht. Atilolz schreibt gerade, du müsstest 4,6 haben, das kann natürlich sein. Mach ich einfach mal. Danke, Atilolz, wirst du darauf achten, jeder. Und Snowgen. Ja gut, da ich ja schon mal gewonnen habe, können wir ein bisschen zocken. Dann nehme ich Gorn 800. Oh, Gorn 800. Beim Zocken warst du gut bis jetzt, ne? Gorn hat sich verlaufen. Wo befindet er sich? 20 Pixel Toleranzbereich. Das ist Geogesser Nummer 3. Am besten nochmal aktualisieren. Jetzt müssen wir... Auf was? 1, 2 auf die 3 klicken, auf die 3 klicken. Auf die 3, okay. Und dann einmal wieder in die Welt, ne? Genau, einmal irgendwo hin, damit wir kontrollieren, ob jeder zu sehen ist. Achso. Alle gemacht? Hm? Ja. Ich ja. Warte. Okay, ich sehe jeden. Jetzt. So, dann zeige ich euch nochmal das Bild. Das ist das Bild. Hm. Wie war das denn? Und ich bekomme hier nochmal Hate ab, Alter. Hate? Hate habe ich gesagt, nicht Hate. Hate, warum Hate? Hate, im Chat bekomme ich ein bisschen Hate wegen der Frage. Das Ding, glaube ich, ja, zu schwer oder zu leicht, eins von beiden. Ich glaube, ich weiß, was sie ist, aber ich weiß nicht, wo sie auf der Karte ist. Das ist viel peinlicher gerade. Also nur 4-5, alles klar. Gecko, Eda. Habt ihr alle geklickt? Ich nicht um das, worum ich wofür es halte. Ich muss mich jetzt konzentrieren, die Zeit muss sein. Okay. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Also die anderen Fragen können wir uns gerne noch anschauen, wie gesagt. Aber die Frage entscheidet jetzt, wer gewinnen wird. Ein bisschen Held vom Chat, ja. Held bekomme ich auch.
Oh, ist das ärgerlich. Ich weiß, glaube ich, was es ist, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ja, jetzt alles oder nichts. Ich habe geklickt. Ja. Warte. Ich muss jetzt ganz nah ranzoomen. Chat ist am Raging, ja, ist echt so. Tut mir leid. Ich habe auch nicht schlimm. Okay. Dann schauen wir mal rein, wo ihr hingeklickt habt. Und ihr habt alle an einen und gleichen Ort geklickt. Und ihr seid alle 8, 5 und 8 Pixel entfernt. Dann bekommt ihr alle die Punkte. Wir können aber zur Entscheidung noch eine Frage nehmen, die dann mit in die Punktzahl reinzählt. Wie wär's? Also der Chat ist wirklich schon am Ausrasten, weil die Frage denen zu leicht war. Boah, das war hart, aber diese Leichtfreiheit meine Ehre so ein bisschen gerettet, weil ich immerhin jetzt so einmal nochmal Punkte bekommen habe. Immerhin die 1000 noch geknackt. Boah, Glück gehabt. So, Chris, du hast tatsächlich nur 3,5 gerade gehabt, deswegen hast du jetzt 5,2 und Snowy hat 5,7 und Merlin hat jetzt 1,6. Komm, wir nehmen noch eine Frage rein, komm, das war zu einfach, oder? Oder? Okay. Komm, Merlin, entscheide. Inoffiziell noch eine. Milton 800. Milton 800, komm, das ist bestimmt schwieriger. Die Schwachstelle von Snowden, der Mage. Aber 5 plus 8 sind 13, nicht 12. Upsala. Dann jetzt aber richtig. Hier. Okay, Milton 800. Barbos Freunde haben dem Guten eine spannende Zeichnung zum Abschied geschenkt. Wie heißen diese beiden Freunde? Gott. Da bin ich raus. Die Zeichnung kenne ich aber, ne? Ja, die kennt jeder. Der kennt die nicht, Mann. Ja. Vorhersage starten. Bitteschön. Aber es ist eigentlich eine gute Frage. Ja. Na, ist halt so, entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Ja, jetzt kommt der Chat an. Ja, die Frage gerade war zu leicht, viel zu leicht. Die Frage ist viel zu schwer. Beide gleich viele Punkte wert. Gleiches Niveau wie Kamalons Hütte. Das haben wir doch erst letztens im Meeting, oder? Wer hätte das im Meeting? Ja, ich passe halt die Fragen. Ich mache die ja nicht random, sondern ich mache halt bei Milton alles, was halt so mit Magie, Kloster, dies und das zu tun hat. Bei Held versuche ich eher so Story-Sachen zu machen. Bei Diego halt alles, was so mit Clown und altes Lager vielleicht und so mit Diego zu tun haben könnte, im fernsten Sinne. Und da kommt halt sowas schon mal zustande. Wenn ich bei Geogesser dann Fragen offen habe, dann verteile ich einfach random. So, weißt du? Also es passt nicht ganz immer. Also man muss ja ein bisschen jetzt ja pokern, ne? Ja. Was ist denn, wenn jemand jetzt, wenn alle, also alle wissen nicht, außer einer, der hat einen Namen von den beiden? Oder müssen es wirklich beide punktgenau sein? Eigentlich müssen es beide sein. Ja, ne? Okay. Ja. So einfach machen wir das jetzt nicht bei der Entscheidung jetzt. Also wir meinen jetzt nicht, dass es jetzt hier super easy wird. Ich habe noch nicht mal Ahnung von einem, wenn ich ehrlich bin. Chat hat übrigens auch sehr gute Vorschläge, was es sein könnte. Vielleicht überlegt sich das Remake, das auch nochmal die Namen zu ändern. So, ich habe Antworten von Snow und von Merlin. Echt? Da sind Antworten dabei? Ja, ich bin mir sicher. Also. Ja, das merke ich. Wilde Spekulationen, aber wenigstens bin ich dabei. Omos hat das Bild sogar selbst gemalt. Welches? Das, was Barbo bekommen hat, oder das Bild, was man hier sieht? Ich bin übrigens auch ein guter Zeichner. Ich mal die Zeichnung auch immer selber vorm Schlafengehen. Also ich mal die so mit Bleistift. Sehr gut. Als ich Barbo gesehen habe, habe ich gehofft, dass die Frage kommt, was kriegt man von Barbo für diese Dokumente? Also, nee. Das hätte ich gewusst. Mit Erpressung. Die gibt's in Gothic 1 auch schon, die Zeichnung. Okay. Ich glaube, ein. Wenn jetzt jeder die Frage falsch hat, machen wir dann noch eine, die reinzählt? Ja. Hauptsache, ich gewinne nicht, okay. Ich möchte, dass du oder dass Chris mit einer richtigen Antwort gewinnen oder verlieren. Ja, habe ich ja davor. Also ja, aber ihr habt beide richtig gehabt. So. Also, ich respektiere das aber, wenn Snowden gewonnen offiziell. Hans und Fridolin, sagt Chris. Tom und Jerry sagt Snowgen und Merlin sagt Ranga und Udo. Keine Ahnung, wer Udo ist. Aber die richtige Antwort ist Feth und Bonka. Was? Ah, du so Scheiße. Nah dran. Die Charakter gibt es ja nicht mal. Okay. Gut.
sagen wir, also, ne, Snow, du hast nach den 20 Fragen die meisten Punkte. Es war sehr knapp. Ja, ich gewann. Ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht drauf pushen, dass jetzt Snow doch noch verliert oder so. Er hat ja sehr gekonnt gewonnen. Aber es war wirklich knapp. Wir können aber trotzdem die anderen Fragen spielen, wenn ihr Bock habt. Ja. Oder auch einen Schnelldurchlauf machen. Eine können wir noch. Okay. Nur eine. Welche möchtest du denn, Chris? Welche hättest du gewählt? Welche hätte dir vielleicht den Sieg gebracht? Welche hättest du gewählt? Ja, also, ich denke, welche safe für mich gewesen wäre, wäre halt Diego 800. Okay. Im Buch Rezepturen, Band 2 in Gothic 1, steht etwas über den Wein des Vergessens geschrieben. Laut diesem Buch sind die besten Trauben für diesen Wein an einem gewissen Ort. Wie lautet der Name dessen? Dieser Ort ist im Originalspiel Gothic 1 nicht zu erreichen. Ja, gut. Wollt ihr aufsteigen oder wollt ihr reinrufen? Ah, okay, vielleicht. Ich habe eine Vermutung. Na, ich bin gespannt, ob Chris das weiß. Ja, schreibt mal rein. Wir gucken mal, ob ihr das wisst. Okay, Merlin hat was geschrieben. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß gar nicht, ob es in Gothic 1 schon erwähnt wird. Aber ich hätte es eh noch verfolgt. Oh, doch, doch. Ich glaube schon. Das, was du geschrieben hast, Merlin, wird, glaube ich, auch erwähnt in irgendeinem Buch. Ich habe eine Frage. Ja. Ist ja jetzt eh egal. Ist denn dieser Ort in den anderen Spielen zu erreichen? Kommt drauf an. Ja, ob man da hingeht, ja, aber ich... In den Hauptspielen nicht. Das war ein guter Hinweis. Ah, okay. Ist ja eh egal. Okay, Snow, jetzt nur noch du. Ach ja, warte. Ich sehe immer noch nichts. Warte, ich überlege ganz kurz. Ja, komm. Ach, das ist gar nicht Kurga, oder was? Hä? Wieso Kurga? Du kommst auf Kurga, Hunter Grey. Ach so. Nee, das ist Chris von dem Kanal Entwickler-WG. Das ist nicht Kurga. Verwechslungsgefahr. Verwechslungsgefahr. Wegen dem Bar, stimmt. Jetzt wurde gesagt, man könnte das durchaus annehmen. Burger hat Geschmack. So, okay, ich sehe Antworten. Merlin sagt die südlichen Inseln. Snow sagt Acholos. Und Chris sagt auch Acholos. Er hätte es gewusst. Ach, es ist tatsächlich Acholos. Ah, wenn man die Mod Acholos spielt, dann wird das auch dort erwähnt. Sagen, ja, hier, beste Trauben und so, dies und das. Wo befindet sich denn Acholos auf dieser ganzen Methana-Map? Ist auch eine Insel. Okay. Wo genau die sich befindet, weiß ich aber nicht. Also ich will hundertprozentig ehrlich sein, ich hatte gar keine Ahnung. Aber hier an den Hängen des Acholos klingt für mich nach einem Berg. So beschreibt man das. Ja, so heißt ja auch der Ort. Ah, okay. Und in Gothic 1 ist die Sprache manchmal sowieso ein bisschen seltsam. Also ich hab halt Acholos gespielt. Ich wusste gar nicht, dass Acholos überhaupt ein Universum ist von Gothic, aber bei Acholos gibt es halt super viel. Das wusste ich überhaupt nicht, aber da gibt es ja super viele Weintrauben. Da dachte ich so, ey, typisch, voll fancy. So, wenn man das so Ich hab's nur gewusst, als Umut gesagt hat, dass man es nicht im Spiel erreichen kann. Ich hätte das auch nicht gesagt, wenn das doch mit reingezählt hätte. Punkte fände ich jetzt auch nicht. Machen wir mal die nächsten hier. Gehen wir mal hier auf Lester 800. Das wäre eine Kaufschätzfrage gewesen. Oh, Lester geht mit 445 Gold in den Taschen zur Orlands Taverne. Er kauft 2 Schinken, 2 Labebrot, 3 Fackeln und ein Bier. Außerdem mietet er ein Zimmer für eine Woche. Wie viel Gold bleibt ihm übrig? Oder reicht es gar nicht für all das? Das wäre die Frage gewesen. Deswegen mag keiner Lester. Das ist eine Top-Frage. Die wird mir super gefallen. Das ist Mathe. Ja, ihr könnt gerne aufsteigen. Ihr könnt auch reinrufen, was ihr sagen würdet. Wie viel Gold bleibt ihm ungefähr übrig? Kauf 2 Schinken. Ich glaube, so ein Zimmer kostet 50 Gold, oder? Aber für wie lang? Für die Woche oder für den Tag? Das müsste man jetzt wissen. Ich weiß nämlich noch im Original Gothic 2, wo es kein Nacht des Raben gab, wurde hier von Orlan zusammengeschlagen. Weil du nicht bezahlt hast? Ja. Und dann hat er seine Axt gezogen. Na warte, du Zechbreiter. Und dann ging es ab, ey. Also auch die Händlergilde Aroxus wird in deinem Buch erwähnt. Ja, in Gothic 1 wird schon viel erwähnt. Und in Gothic 2 gibt es ja auch dann den Fernando, der auch bei der Händlergilde ist. Und in Acholos spielt er dann eine große Rolle. Also laut meiner Rechnung kann er sich das nicht leisten.
Das wäre die einfache Antwort, einfach so, wenn man nicht so viel rechnen muss, gell? Chat sagt 295, 260. Ja, ich. Oh, das ist gar nicht an, Kaplanium. Das ist gar nicht an, die Pokémon. Im Quizformat gibt es keine Pokémon. Ich gebe dir später einen Punkt zurück. Keine Sorge. Ja, soll ich euch zeigen, die Antwort? Wollt ihr noch was schätzen? Ich hätte so 300 getippt, muss ich sagen. 250. Oh, ich sage einfach, kann sich nicht leisten. Okay, die Lösung wäre gewesen, zwei Schinken kosten pro Stück 50 Gold, glaube ich. Brot kostet 20 Gold pro Stück. Fackeln kosten 2 Stück pro Stück. Bier kostet 20 Goldstücke. Und Ollons Zimmer für eine Woche 50 Gold. Oh mein. Er hat 229 übrig. Oha. Guck mal, die Lösung. Habt ihr aufgeschrieben? Schlecht. Beinahe die Hälfte. Hast du was aufgeschrieben? Ich hab das aufgeschrieben. 243, boah, das war sehr nah dran. Ja. Sehr gut. Scheiße. Ja, das wäre diese Frage gewesen. Lester 600 wäre gewesen. War oder falsch? Auch eine sehr coole Frage eigentlich. Die können wir ja mal wirklich mal spielen. Okay. Laras hat nicht die Gilde Söldner, sondern die Gilde Bürger. Unter den Brettern in der Burg befindet sich eine Steintafel. Weiß der Geier, warum die da liegt? Wenn man ganz, ganz schnell ist, leben die Sklaven im Banditenlager an Kardimons Grab noch. Das wären die drei Aussagen. Erstmal die erste. Was würdet ihr sagen? Laras hat nicht die Gilde Söldner, sondern die Gilde Bürger. Ich glaube, das stimmt. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ich auch. Ihr würdet sagen, das stimmt? Okay, ihr sagt alle wahr. Unter den Brettern in der Burg befindet sich eine Steintafel. Ich sag falsch. Ich glaube auch, das stimmt nicht. Aber es wird zu Piranha Bytes passen, ne? Einfach, was null Sinn ergibt. Ja, richtig. Aber es wird auch zu jemandem, der sich so Fragen ausdenkt, passen. Ja, so, ja. So random. So Bullshit auszudenken. Ja, ich würde auch nein sagen. Okay, ihr sagt also nein alle. Ja, ich sag nein. Okay. Weiß der Geier, warum die da liegt? Wenn man ganz, ganz schnell ist, leben die Sklaven im Banditenlager an Kardimons Grab noch. Ihr kennt den Ort, ne? Ja, ich glaube schon, dass das stimmt, weil es gibt ja viele so Orte, wo Leute auch im Friedhof und so, die echt tot sein sollten, dann noch rumstehen oder irgendwie. Ich sag, das stimmt nicht. Was sagst du, Chris? Ja, ich weiß es nicht, aber Snowden hat mehr Punkte, deswegen würde ich ihm folgen jetzt. ich sehe schon. Ne? So, schauen wir mal rein, was hier die Lösung wäre. Das war doch schon vorher klar. Beides wäre falsch. Er ist gegenlos. Lad es einfach gildenlos. Der ist einfach kein Söldner und auch kein Bürger. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Dann war es ja richtig, ne? Was wir gesagt Sieht haben. Sieht doch, ne? Alter, da liegt eine Steintafel. Ihr habt gesagt, bei Lades habt ihr doch wahr gesagt, alle. Ach so, ja, stimmt, ja, okay, ja. Ja, da liegt echt eine Steintafel. Keine Ahnung warum. Aber was für Attribute gibt die? Leben, das weiß ich gar nicht. Aber man kommt da auch gar nicht dran. Also die liegt da einfach so. Keine Ahnung warum. Aber es ist wirklich so. Ich habe ein neues Spiel gemacht, hingegangen, die liegt da. Aber da haben wir auch bei uns im Spiel auch so ein paar dieser Sachen dafür. Das passiert sehr, sehr schnell. Das könnt ihr mir glauben. Das vergisst man das einfach so, ne? Ja, oder ja, das passiert sehr, sehr schnell. Cortana 000, das kann sein, ja. Ich sehe gerade dieses krasse 3D-Modell von der, guck mal, man sieht sogar in dem Riss das Licht durchschimmern an der Unterkante. Also der hat wirklich so einen echten Riss da drin, finde ich euch. Und hier so random Sachen liegen hier auch einfach rum. Ja. Und das ist sehr spannend. Tatsächlich. Bin gespannt. Wenn man sehr schnell ist. Oh, was für ein Sprung war das denn? Ja, Mann. Und die kloppen sich einfach noch. Ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Normalerweise braucht man halt so lange, dass sie halt alle schon tot sind. Und wenn man da halt direkt hinrast, dann sind die da noch am Kämpfen. Aber es bringt halt nichts, weil die halt eh nichts zu sagen haben. Ja, doch, XP. Ich werde da jetzt immer hinrennen. Ja, muss man. Oh, ja, gute Idee. Ne? Das ist, glaube ich, auch bei allen anderen NPCs, die halt getötet werden sollen, so. Richtig. Es gibt vielleicht aber auch noch NPCs, die halt immer tot spawnen. Gibt es auch. Hier zum Beispiel der Fremde bei. Oder kann der vielleicht auch überleben? Ich weiß es gar nicht. Nee, egal. Ich habe doch mal ein Video gesehen, wo er lebt, aber. Auch der Bandit im Tempel lebt noch. Echt? Bei mir war der immer tot. Wieso stirbt denn der dann? Oder
die Templer bei Balukor, die leben ja auch manchmal noch. Richtig, im Orkfriedhof. Ja. Das ist nämlich die Sache. So, das und jetzt die Lester 200-Frage, die du fast gewählt hättest, Snow. Ja. Das wäre die Bonusfrage gewesen. Mal gucken, das wäre so Alternativuniversum. Hättest du die gewählt, wegen Strategie, ob du die auch richtig gehabt hättest oder ob Christi richtig gehabt hätte. Von Helen. Hallo ihr Lieben, ich bin Helen und ich soll euch eine Frage stellen. Wo und welcher Charakter sagt folgenden Satz? Damit es aber nicht zu leicht wird, wird Diego euch den Satz einmal vorlesen. Hast du eigentlich noch drei Finger Korgur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Wer sagt das? Hä? Ja, Chris, wer sagt das? Hinders, ja. Du hast doch gecheatet. Nein, ich habe wirklich nicht gecheatet. Also, da hättest du gewonnen. Es gibt einen Trigger, durch den man am Anfang der Spielwelt durchläuft. Oh! Okay, das kann sein, Zadodok, das weiß ich nicht. Und dann sterben sie. Ah! Ah, danke für den Hinweis. Okay, dann habe ich vielleicht doch einen Fehler gemacht. Weil ich bin da natürlich, ich habe das Spiel natürlich nicht gespielt, sondern ich bin halt in den Banditencamp reingecheatet. Und bin dann halt hingegangen. Und dann waren die noch am Leben. Aber wenn das stimmt, was Zadodok sagt, dann sollte ich da in Zukunft aufpassen, was für Fragen ich stelle. Deswegen, vielen Dank, Zadodok. Gut, dass die Frage nicht im Quiz war. Ja, danke. Ist das nicht ein Prequel, diese Line? Nein. Wird Diego euch den Satz einmal vorlesen. Hast du eigentlich noch drei Finger Korgur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Okay, wisst ihr, wer das sagt? Ich nehme mal an, jemand in Gothic 3, oder? Aber keine Ahnung. Nee, es ist Gothic 1. Echt? Echt? Ja. Aber ich habe das nie gehört. Das muss irgendein NPC sein, mit dem man nie labert. Vielleicht sogar ein namenloser NPC. Der Charakter, der Drei-Finger-Kugun, der kommt halt in der Mod von Jace vor, tatsächlich. Das spielt ja auch vor der Gothic 1-Geschichte. Und die Lösung wäre in diesem Fall dieser Templer hier gewesen. Hier seht ihr den Templer, der diesen Satz gesagt hat. Kannst du mir das Zangen rausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zangendrüse erwischst. Triffst du sie, spritzt das Sekret aus. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch drei Finger Korgur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Nun, also weiter. Schneide großflächig zusammen mit der Zange. Dann können wir jetzt auch Crawler-Zangen ziehen. Das wäre die Antwort gewesen. Ah, aber und mega interessant, was man für versteckte Sachen noch findet. Nach all den Jahren, ey. Wow. Krass. Vielen Dank, Hill, für deine wunderschöne Quizfrage. Wenn ihr bei Hill reinschauen wollt, boah, jetzt darf ich den Namen nicht falsch schreiben. Ich glaube, das war zusammengeschrieben. So, das ist... Ist das die gute? Ich hoffe ja. Das ist die, glaube ich, gar nicht. Ach, nicht Hills Play. Oh mein Gott, das ist falsch. Fremdwerbung. Nein, okay, Fremdwerbung, das weiß ich gar nicht. Es ist Hills Live und nicht Hills Play. Wieso steht da Hills Play? Fail. Es ist Hills Live natürlich. Nicht Hills Play. Kein Follow da lassen. Immer gleich nochmal einen ordentlichen. Aber Snogen, jetzt wissen wir sogar, in einer Parallelwelt hättest du auch gewonnen. Ja, so sieht's aus. Ja, ich glaube, die Frage hätte ich auch tatsächlich so getippt. Also namenlos, ob ich jetzt Templar genommen hätte, weiß ich nicht, aber... Jetzt ja. Place your YouTube-Kanal, oh! Ja, dann würde ich nochmal überlegen, ob ich den nicht vielleicht auch umbenennen sollte. Ihr YouTube-Kanal ist Heels Play, ihr Twitch-Kanal ist Heels Live. So, jetzt wissen wir es. Deswegen, Play wegen, ne? Wenn Merlin irgendwann einen Twitch-Account macht und Twitch streamt, dann macht er auch Merlin live dann, ne? Ich habe sogar schon einen Twitch-Account, mit dem ich hier eingeloggt bin und jetzt gerade den Chat abcheck. Ach echt? Ja. Ich schreib mal was. Okay, ich schreib mal was. Aber da habe ich einfach meinen echten Namen ohne irgendwelche. Ich hatte auch mal Merlin Plays Account, aber ich entweder gelöscht oder lange nicht mehr verwendet. Ich weiß gerade nicht mehr. Ja. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Und herzlichen Glückwunsch, Snow. Wie fühlt es sich an, zweimal gewonnen zu haben? Glückwunsch. Geil, Mann. Gut gemacht. War wieder knapp und dementsprechend spannend. Kann ich das irgendwie so machen, dass ich hier Dingens... Ich will mal gucken, wer gerade noch live ist. Unbedingt alle Teilnehmer auschecken.
ne, hier, Entwickler-WG, arbeiten gerade an Drova, unbedingt kaufen, wenn es rauskommt. Man kann sogar, auf Steam kann man doch sogar schon eine Demo oder so spielen? Stimmt das? Ja, genau, man kann auf Steam eine Demo spielen und da, das ist eine Demo, die ist schon 2 Jahre alt, aber da wird so dieser Spirit gezeigt und die ist immer noch aktuell. Und dieses Jahr kommt der Release raus und ich denke an Leute, also es ist natürlich ein anderes Spiel, es ist ein Pixel-Art-RPG, aber wir haben versucht, einen Gothic-Spirit quasi dort einzubauen. Also Gothic war eine sehr starke Inspiration. Kann ich das hier sogar, warte mal, ich kann ja kurz gucken, dann kann ich das einmal zeigen. Genau, der Teaser, der ist sogar kostenlos. Kann ja, ich hier, billig. Kann ich das hier, okay, warte mal. Machen wir mal nochmal eine Bildschirmaufnahme. Das ist dieses schöne Spiel. Drober. Können wir die schon mal testen. Und dieses Jahr, wenn das rauskommt, unbedingt kaufen. Ich werde es, glaube ich, auch streamen. Zumindest reinschauen ist, denke ich, eine sehr gute Idee. Das ist super. Hoch, eure Camps. Achso. So, jetzt sind eure Camps wieder da. Unbedingt abchecken. Machen wir hier auch nochmal so einen Shoutout hin. Entwickler-WG einfach, ne? Okay, ja. Hoffentlich ist es richtig. Okay, das ist richtig. Da könnte man ein Follow da lassen. Dann bei Snowgen 1 auf jeden Fall auch mal ein Follow da lassen. Und ja, bei Merlin Plays auf jeden Fall alle Kanäle auschecken auf YouTube. Da kann ich jetzt keinen Shoutout machen. Und natürlich bei allen Bonusfragenstellern, also Herr Brom. Warte mal, oder? Herr Brom. Und Hills Live und Max Deus Live. Hoffentlich. So. Ich würde euch jetzt einfach mal rüber schicken, woanders hin. Hat irgendjemand einen Vorschlag? Habt ihr vielleicht einen Vorschlag? Irgendjemanden, den wir raiden können? Ich bin da nicht so drin in der ganzen Streaming-Nummer. Ich auch nicht so, deswegen. Ich eigentlich schon, aber ich sehe gerade niemanden. Pappnase. Ja, Pappnase ist live. Pappnase. Aber der spielt Pappnase Witcher 3. Ist doch nicht schlimm, oder? Das ist ja, super. Bei Pappnase kann man auf jeden Fall vorbeischauen. Pappnase ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Mache ich auch mal ganz gerne. Ice ist auch live, ja? Hoppala. Leider kann man ja auch immer nur einraiden. Aber ich glaube, Pappnase ist ein guter Call. Es gibt auch so viele Leute, die Gothic zocken gerade. Ich hatte auch in meiner Liste mehrere Leute gerade, die Gothic zocken. Aber wir schicken euch zum Pappnasen. Der hat ja auch schon mal beim Quiz mitgemacht. Richtig cool gewesen. Und, hat er gewonnen? Boah, der hat gewonnen. Pappnasen hatte das Quiz auch mal gewonnen. Vielleicht machen wir auch mal irgendwann so eine 8er-Runde mit allen Gewinnern. Ja, das wäre auch cool. So, da danke, dass ihr da wart. Sein. Haut rein. Wir sehen uns bald wieder. Bei Gilden, morgen Abend vielleicht. Haut rein, tschüss! Ciao, Ede. Danke für die Einladung. Sehr gerne. So.